Cheers. Geht gleich los. Bist du aufgeregt? Ey, auch aufgeregt wie Schneckenfett. Sag mal aus. Tatsächlich? Ja. Was hältst du da denn in Emsland? Ja. Also Emsköppe? Jo. Ist ja schon Spannung. Heute mehr als sonst. Tatsächlich? Bei dir nicht? Nein, überhaupt nicht. Wo ist denn dein Mikro eigentlich? Am Beutel oder? Ich hab Kokains. Kann ich. Guck mal, die filmt nämlich genau hier drauf. Was? Spacig. Macht die auch so einen Ton dabei? Ja, so ein. Finde ich großartig. Dann sollte da ja nichts mehr schief gehen, ne? Du kleiner Wischmopp hier. Gleich gebe ich dir einen Büff. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Was machst du denn da? Hm? Bau auf. Was denn? Das haben die in der Zone auch gesungen früher. Das geht nicht auf. Nicht? So Bernd, jetzt Rest weg, gleich geht's los. Komm. Ein bisschen Gas geben müssen wir ja, ne? Attacke. Teppe und Schwen auf Yacht heute live aus dem Garten der Sinne, so fast zumindest. Wir haben tolle Dinge heute vor und zwar... Wir wollen heute grillen. Dafür haben wir Patrick von Meister Lampe und Co. Und wir haben natürlich große Vorbilder. Da gab es in den 50er Jahren keinen geringeren als Heinz Erhardt mit Hans-Joachim Kuhlenkampf. Das waren die drei Mann in einem Boot. Und aus meiner Jugend in den 80er Jahren mit nicht minder großen Vorbildern, nämlich mit Brigitte Mira und Harald Juhnke. Ja, alle persönlich Prost. Kennengelernt. Drei Damen am Grill. Wir wollen heute mal drei Jäger am Grill sein. Und insofern haben wir hier von Meister Lampe und Co. jede Menge Köstlichkeiten schon vorbereitet. Frisches Wild aus unseren Jagden und freuen uns, von dir heute mal zu lernen, wie es wirklich geht. Was hast du geplant? Ich möchte mit euch ein Drei-Gänge-Menü kochen, was vollständig auf dem Grill zuzubereiten ist. Sowohl die Vorspeise als auch der Hauptgang und sogar das Dessert. Und das ist ja für uns Jäger, wir sind ja praktisch veranlagte Menschen in der Regel, sehr gut, wenn wir nicht noch die Küche dreckig machen müssen, um sie dann nicht auch nachher noch aufräumen zu müssen, sondern wir machen alles auf dem Grill. Dann kriegen wir auch keine Mecker zu Hause. Da gibt es keine Mecker. Nee. Okay, denn für den Grill sind wir ja selber zuständig. Für den Grill sind wir selbst zuständig. Okay, und das, was wir grillen, das könnten wir ja eigentlich auch mal im Revier machen. So ein Gasgrill, den kann man ja auch mal mitnehmen oder man kann es eben auch auf offenem Feuer machen. Das wäre eigentlich das Optimale. Aber der Brandschutz fordert, dass wir es heute auf Gasgrill machen. Ich hätte es gerne auf offenem Feuer, auf den Buchenholzkohlen gemacht. Also all das, was wir machen, könnte man quasi auch auf offener Flamme, also auf Kohle, auf cool. Im Prinzip, ob Pfanne zu Hause, Gasgrill oder Holzkohle oder offenes Feuer, ist ganz egal. Muss man dafür jetzt ausgebildeter Koch sein für die Gerichte, die wir kochen? Um Gottes Willen, ich bin auch kein ausgebildeter Koch. Ich hoffe, das ist nicht falsch rübergekommen. Ich bin einfach nur ambitionierter Hobbykoch und natürlich als Jäger ist es meine Verantwortung auch, das Wildbrett bestmöglich zu verwerten. Und das geht in der eigenen Küche oder im eigenen Garten natürlich immer besonders gut. Aber du hast natürlich auch veterinärmedizinische Grundkenntnisse schon erworben. Richtig, ja. Und insofern kannst du ja auch schon mal so eine Rehkeule zerlegen. Vielleicht nicht in Oberschale, Unterschale, Nuss, aber vielleicht in die einzelnen Muskelfasern, die es dann zu zerteilen gibt. Tatsächlich wird das heute eure Aufgabe sein. Ah ja. Ich schaue euch da ein bisschen über die Schulter dabei. Okay. Eigentlich sollten das nur modische Accessoires sein. Aber wir sollen auch mitmachen. Genau, ihr müsst mitmachen. Du kennst unsere anderen Filme und weißt, was passiert. Ich kenne sie alle, okay, vorwärts und rückwärts. Gut. Heute, wir haben auch scharfe Messer sogar. Ja. Ja, und dann können wir uns damit ja mal tief schneiden. Das werden wir noch sehen, ob die scharf sind. Okay, wir probieren es mal. Womit fangen wir denn jetzt an, Patrick? Wir werden anfangen, aus bereits ausgelösten Gänsekeulen Hackfleisch herzustellen und daraus einen Kebabspieß zuzubereiten, den wir dann als allererstes auf der... Der Kebab. Das sind die Kebabspieße. Hast du auch hier scharfe Soße? Scharf nicht, aber Knoblauch. Okay. Die dürfen wir dann auch gleich machen. Und damit fangen wir gleich an. Also ihr fangt damit an. Wir müssen das Hackfleisch, beziehungsweise... Darf ich noch mal ganz kurz fragen? Bitte. Du hast hier dieses grobe Salz. Richtig, ja. Und es gibt ja, also einen, der kann das ja richtig toll. Der hat immer so barfe Arme, würden wir hier bei uns in Norddeutschland sagen.
Ne? Und er macht das ja immer so, dass ihm das hier so über den Arm so runterfällt. Kannst du das auch? Nicht ins Bier, pass auf. Das kannst du, hast du das dafür mitgebracht? Das habe ich dafür mitgebracht. Okay. Aber dazu möchte ich noch sagen, das ist beispielsweise kein Meersalz, denn unsere Meere sind beispielsweise auch mit Mikroplastik verseucht. Das ist Tiefensalz aus der Saline in Göttingen. Oh ja. Aus der Niedersächsische Salz. Aus Luisenhall. Und da wird es noch in Pfannen gesiedet, in großen Kupferpfannen. Mhm. Also das ist das reinste an Salz, was man eigentlich kriegen kann. Genau. Sehr schön. Und das dürfen wir auch hier über den Unterschenkel, ihr könnt das auch Unterarm so machen und das manchmal auch so hinter sich werfen. Cool. Ja, überhaupt kein Problem. Wir probieren es mal. Was soll ich machen? Du nimmst dir erstmal ein Brett schon mal. Christian arbeitet an dieser erhöhten Warte. Ja? Eigentlich bräuchte der Bernd jetzt auch noch eine Fußbank, damit er auch auf derselben Höhe steht. Mit zu überkleine. Entschuldigung, habe ich da auch so was Grünes im Zahn? So, Männer, pass auf jetzt hier. Einmal konzentrieren. Jetzt zieht ihr euch beide Handschuhe an, das ist natürlich auch wichtig. Ich nehme bitte die hellen. Gerne. Möchtest du auch schon mal Handschuhe haben? Ja, gib mir doch schon mal so blaue, die ist meine Größe. Ja. Wenn man jetzt so Handschuhe trägt, darf man dann trotzdem sein Bierglas nochmal anfassen zwischendurch? Aber bei der Yacht selbstverständlich nur mit der linken Hand. Selbstverständlich. Okay, ich dachte, das gilt. Das gilt nicht. Das gilt nicht. Genau. Also die Gänsekeulen sind bereits ausgelöst, das haben wir gerade schon gemacht. Der Einfachheit halber ist auch. Ja. Was nehme ich da für ein Messer? Ganz normales Yachtmesser haben wir hier. Das kannst du nehmen. Ich würde tatsächlich erstmal das große Fleischermesser nehmen. Ist das scharf? Das sagst du mir vielleicht, sonst machen wir es scharf. Ich weiß ich nicht, ich habe es hier nicht ausprobiert. Soll ich scharf machen für dich? Mit dem Stahl? Ja. Mit dem Stahl, ja, natürlich. Er ist auf der Kante, das ist im Prinzip die grobe Seite. Ja. Und immer vom Körper weg. Was natürlich. Was heißt die Kante? Also die schmale Kante. Die schmale Seite. Genau. Da zuerst. Genau, da zuerst. Ja. Mit ein bisschen mehr Druck und immer natürlich vom Körper weg. Ja. UVV und so. Und dann drehen wir um 90 Grad und polieren den Stahl sozusagen nochmal. Stellen den Grad wieder auf. Okay. Ja? Und dann ist es scharf. Letztendlich ist es auf jeden Fall dafür ausreichend scharf. Also ich habe das mal gesehen, so bei Köchen oder Schlachtern, die machen. Also das kann man ganz schnell machen. Also so kann man das machen? Ja. Gibt es da einen Winkel, den ich einhalten muss? Tatsächlich so ungefähr 30 Grad, 30, dass man einen Schneidenwinkel von 60 Grad nachher hat, okay. Also mal zwei. Ja, klar. Ne? Man hat mich ein bisschen aufgepasst, auch wenn ich nur im Abdeckerkurs war, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Genau, und tatsächlich versuch immer von dir weg. So? Genau, sehr gut. Und damit willst du nochmal probieren? Nee, danke. Okay. Ich möchte jetzt schneiden. Ich habe jetzt den Grad zumindest aufgestellt. Pass auf, Bene, du machst was anderes. Alles klar. Darf ich jetzt dieses Fleisch schneiden? Du fängst an. Das soll ich das auf dem kleinen Brett schneiden oder auf dem großen? Gerne auf dem kleinen, dann können wir das nachher wegräumen, wenn das benutzt ist. Und wie sollen denn die Streifen sein? Erstmal, pass auf, jetzt erstmal so und dann erstmal der Länge nach so. Ja. Und dann nachher noch, also quasi Würfel schneiden. In welcher Größe ungefähr? So klein wie möglich. Und dann machen wir das nachher noch feiner mit diesem feinen Wiegemesser, das ich gefunden habe. Also du willst ein richtiges Hackepeter-Zeug davon machen? Richtig, genau, richtig. Das muss ja nachher eine Bindung geben. Denn aus Hackepeter wird? Genau. Ja, was anderes später. So, Bene, deine Aufgabe ist die folgende. Du kannst schon mal eine Spitzpaprika schneiden. Ja. Ja, auch in ganz feine Würfel, das hattest du dir gewünscht. Und dann noch die glatte Petersilie auch noch, ja? Mache ich das jetzt so richtig? Ja, jeder Kopf würde sagen, du machst das wie ein Stümper. Nein, was ist hier mit den Kernen? Sollen die raus? Die machst du raus, ja, genau. Kannst ja einmal hier meine. Guck mal, die hat gar keine Kerne. Die hat gar keine Kerne. Dann gute Züchtung. Fummelst die da raus und dann. Damit kennt er sich aus. Lea möchte übrigens, Christian, dass du das Salz bitte genauso streust, wie du es gerade gezeigt hast. Ja? Das habe ich mir ganz oft angeguckt. Ich bin total fasziniert von diesem Könner. Das ist übrigens auch der für deutsche Fußballstars so Steaks mit Gold bezieht. Achso, habe ich nicht nur für deutsche, sondern auch für französische. Ja, der kann das richtig gut. Genau. Das braucht man auch unbedingt. Naja, so. Wir essen ja jeden Tag nur sowas, weil wir ja Wild haben. Besseres Fleisch gibt es nicht. Und das mit irgendeinem Zeug zu überziehen, wäre ja Sünde. Ja. Wir wird ja nicht veredeln. Reicht das jetzt von der Stärke? Wir wiegen es gleich noch richtig fein mit dem Wiegemesser. Okay. Also so ist es erstmal gut. Wir nehmen die Gänsekeulen. Dieses Fett kann auch ruhig dabei sein. Das muss dabei sein. So weit bin ich jetzt gerade noch nicht. Wir haben die Gänsekeulen gewählt, weil die Brust tatsächlich zu mager ist, um nachher für diesen Kebabspieß, den wir machen, eine gewisse Bindung zu bekommen. Letztendlich ist das im Prinzip wie, als wenn man eine Wurst macht, eine Wurst zubereitet. Wir brauchen eine Bratwurst zum Beispiel oder eine Mettwurst. Wie ist das bei einer Rohwurst, Kochwurst oder Brühwurst? Vor allem bei einer Brühwurst und letztendlich wird sie ja auch gegart nachher. Ja? Ja. Eine Mettwurst ist ja eigentlich eine Rohwurst, die wird nicht gegart. Nee. Außer man kann sie natürlich auch grillen, das ist aber. Aber da, wo du herkommst, da isst man ja die Wurst auch ganz anders als bei uns, oder? Du kommst ja nicht aus Niedersachsen, das ist ja schon kurz hinter der Grenze. Kurz hinter der Grenze aus dem märkischen Sauerland.
da wo Schweinsteiger noch ein Beruf ist. Sagt man da nicht so, man kennt sich, man hilft sich? So? Sowieso, okay. Klar. Sauerland, oder? Ja, genau. Mhm. Und wie isst man denn hier die Wurst, wenn du meinst, dass wir sie anders essen? Mit Senf. Mit Senf, richtig? Ja, mit Senf, mit M. Genau. Mit Senf. Das machst du schon mal gut, Bene? Das ist fertig, ne? Warum belobst du ihn eigentlich? Weil ich es verdient habe. Ist aber noch nicht fein genug, Bene. Wir haben jetzt noch das noch nicht. Du darfst auch schon mal das Wiegemesser benutzen. Was wir jetzt noch gar nicht geklärt haben, warum wir uns denn für dich entschieden haben, beziehungsweise dich fragen wollten, ob du das hier mit uns machst. Das habe ich mich auch gefragt. Und zwar, du heißt ja Meister Lampe und Co. Beziehungsweise ihr. Du bist ja nicht nur du alleine. Ist der Christoph auch noch dabei? Richtig. Und jetzt erzähl mir, warum habt ihr euch für Meister Lampe und Co. den Namen entschieden? Oh, jetzt kommt's. Meister Lampe ist natürlich schon immer der unter anderem neben Mümmelmann und vielleicht noch einigen lokalen anderen Namen der Name des Feldhasen in der Tierfarbe. Und wie ihr hier wisst, in eurem schönen Revier, ja. Wenn man Feldhasen im entsprechenden Besatz im Revier hat, dann macht man einiges richtig. Geht's dem Hasen gut, geht's uns allen gut. Geht's dem Hasen gut, geht's uns allen und gut. Und er ist sehr fruchtbar auch, ne? Deshalb ist er auch zu Ostern immer an erster Stelle dabei. Richtig, er ist der fruchtbarste tatsächlich und er hat das reinste Herz, wie Hermann Lönz schon gesagt hat damals. Wer hat das gesagt? Der Hermann Lönz, der hier in der... Ach, Hermann Lönz, ich habe Herr Mönch verstanden, den kann ich jetzt genau. Großer Heidedichter und Jäger, leider im Ersten Weltkrieg schon ganz früh gestorben. Letztendlich ist es so, dass der Hase eigentlich eine Zeigerart ist für intakte Lebensräume. Und wir haben uns so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, das ganze Thema Wildbret zwar etwas im größeren Stil zu bespielen, aber trotzdem immer noch nachhaltig und lokal. Das geht mir runter wie Öl. Ja, deswegen haben wir Niedersachsen ja auch den Niedersachsenhasen. Genau, genau, da ist er. Das passt einfach gut zusammen. Das passt zusammen. Und eigentlich findest du ja auch, dass Niedersachsen das schönste Bundesland der Welt ist. Ja, also mir wurde ja gefragt, was ich an Niedersachsen mag. Und vor allem ist es die Nähe zu Nordrhein-Westfalen. Ah, ja. Die mag ich besonders gern. Doch, wir kommen ja gut mit den Leuten aus Nordrhein-Westfalen zurecht. Das muss ich sagen, sind tolle Menschen da. Und ihr seid ja auch noch direkt ein bisschen dichter dran mit dem Emsland, ne? So weit ist das nicht. Nordrhein-Westfalen ist gar nicht so weit zu euch. Ach so, nee, das auch nicht. Ja. Nee, oder? Nee, oder meinst du so vom Charakter? Auch das nicht. Schützenfeste Mühle. Schon mal nochmal darüber legen, weil sonst wird es zu voll. Ich habe nochmal eine Frage aus der Community für euch. Übrigens, das ist Leonie. Ja. Hallo Leonie. Stellt uns heute die Fragen aus der Community. Wir freuen uns sehr darüber, dass du dabei bist, Leonie. Genau. Schieß los. Also haut gerne in die Tasten. Ich bin da, um eure Fragen weiterzuleiten. Der Jo fragt, ob die Waffen von Franconia denn schon fertig sind. Die sind noch nicht fertig. Wir warten da auch sehnlichst drauf. Aber so perfektionistisch wie die Jungs von Franconia in der Büchsenmacherwerkstatt in Rottendorf sind, lassen die sich da nicht Zeit, nicht, aber die wollen das halt sehr akkurat machen, so wie sie es immer machen. Und deswegen sind die leider noch nicht fertig. Sobald die fertig sind, werdet ihr das natürlich sehen und wir werden euch die Ergebnisse präsentieren. Wir haben dazu auch noch kein Insiderwissen. Also wir sind da genauso unwissend wie ihr alle. Und gespannt wie ein Flitzebogen. Darf ich das benutzen jetzt? Dieses Brett? Das Hasenbrett. Ist das nicht... Originell? Das ist doch toll. Genau, halt doch mal in die Kamera. Das ist super gemacht. Mit Matten der Horst, dem Wocksecken Spors und dann ganz allein, ob sie ein Achtersten bringen. Das habe ich euch noch mal ein bisschen beobachtet, aber das sieht gut aus. Deswegen, das ist fertig, ne? Hier. Deswegen helfe ich mal Aber du machst das wirklich perfekt. Man sieht, dass du öfter in der Küche stehen darfst. Ja, darf. Wohlgemerkt. Ich habe mich auch erst zweimal geschnitten. Wir haben ja zu Hause auch so eine Küchenmaschine. Ja. Haben wir hier schon ein bisschen Petersilie vorgearbeitet. Soll ich das auch noch ein bisschen wiegen? Bitte, ja. Mache ich doch gerne. Das kannst du schon mal ein bisschen wiegen. Wir gehen natürlich von sauber nach schmutzig. Ja, soll man sagen, schmutzig und wiegen dann gleich damit das Fleisch auch noch ein bisschen. Okay. Mit dem Wiegemesser. Mit dem Wiegemesser. Soll ich ihm das da auf sein Hasenbrett machen oder hier auf dem Fleischbrett? Wir machen das hier auf dem Brett. Dann, ja, soll ich es wieder dazu zurückgeben? Du machst das mal so portionsweise, nimmst dir mal so eine Handvoll. Vielleicht kriegst du von Bene das Wiegemesser. Ist das jetzt eigentlich Wildgans oder? Das ist Wildgans tatsächlich. Klasse, also Graugans. Graugänse und Kanadagans gemischt. Also ich hätte ja sonst auch noch den Nilgans im Eis. Holger H. Also wenn das nicht reicht. Sagt, beim Aufbrechen sind die Ärmel unten weitgerecht. Ah. Beim Grillen hochgekrempelt? Fragezeichen. Das ist auf jeden Fall weitgerecht, sie hochzukrempeln.
sowohl beim Aufbrechen als auch natürlich beim Grillen oder beim Zubereiten. Okay. Ich habe dazu in meinem neuen Buch, was im Oktober rauskommen wird, der kleine Jägerknigge, aber auch was geschrieben. Da gibt es auch ein paar witzige Geschichten. Da gibt es nämlich Leute, die lassen ihre Hemden runter und brechen damit über 40 Sauen aus. Auf und sehen dann entsprechend aus hinterher. Mal ein bisschen liegen. So? Richtig, genau. Mal in einer höheren Frequenz. Paul fragt, was war eure erste Waffe? An wen geht die Frage überhaupt? An euch alle, natürlich. Patrick, erzähl doch mal, deine erste Waffe. Meine erste eigene Waffe war ein Drilling der Firma Sauer und Sohn. Oi. Aus Eckernförde. Also dieser Drilling ist tatsächlich während der Zeit, wo Sauer in Westdeutschland produziert wurde, hergestellt worden, nämlich im Jahre 1962. Eckernförde ist doch Norddeutschland. Achso, Entschuldigung. Hast natürlich recht. Das war meine erste Waffe. Genau. Also meine erste Waffe war eine Fabrik National Dachum de Guerre im Kaliber 308, die ich von meinem Onkel geschenkt bekommen habe. Das war eine wunderbare Waffe, die ich heute noch habe, mit der ich insbesondere bei den ersten Drückjachten ganz viel gute Schüsse abgegeben habe und die mir immer gute Dienste erbracht hat. Allerdings Kaliber 308, ich habe da ja so eine besondere Einstellung zu dem Kaliber. So auf weitere Entfernungen war das mit der damaligen Munition immer nicht so der Fall, dass man da richtig tolle Erfolge hatte. Aber ich habe sie heute noch und freue mich schon darauf, sie irgendwann an meine Kinder weitergeben zu können. Machen wir das mal anders. Das ist das Fleischschützen hier. Und wie wird's bei dir, Bene? Ich hatte, da, wie sich das für einen richtigen Amsterdamer gehört, war es natürlich eine Flinte. Eine Doppelflinte im Kaliber 1270. Die Flinte habe ich auch immer noch. Einmal drüber und dann nehme ich das schon mal ab. Ist aber auch, spielt überhaupt keine Rolle. Man braucht natürlich im Amsterdam als erstes eine Flinte. Jetzt habe ich noch eine Frage von Old Roy B. an Christian gerichtet. Wann kommt der neue Krebs? Tja, daran arbeiten wir gerade. Wir hatten ja bis vor kurzem gehofft, dass das Bundesjagdgesetz noch mal eine Erneuerung erfährt. Das ist ja nun am Widerstand der Bayern gescheitert. Deshalb mussten wir unsere Planung, also zum Thema Ausbildung etc. noch mal über Bord werfen. Haben aber schon einiges erneuert und auch einige neue Bilder gemacht und sind gerade dabei, an dem neuen Krebs zu arbeiten. Aber der bisherige Krebs ist ja noch nicht alt. Da ist also die aktuelle Rechtslage noch da und es ist alles auf dem neuesten Stand bisher. Trotzdem werden wir ihn demnächst überarbeiten, aber wir werden nicht in den nächsten 3-4 Wochen damit kommen. Das wird noch ein bisschen dauern, denn der aktuelle Krebs ist aktueller denn je. Das liegt ja quasi in der Natur der Sache. Tja. Pass auf, Bene, es geht weiter. Ja. Nimmst du das Brett nochmal? Kann man aktuell eigentlich steigern? Wir wollen auch noch ein bisschen Knoblauch da drin haben. Ja, wenn es Kebab ist, ne? Genau. Und zwar nehmen wir uns hier nochmal eine Zehe. Der Rest kommt dann nachher über die Knoblauchsoße dazu. Mhm. Darf man zwischendurch jetzt ein Bier trinken? Ja, wenn ich eins hätte, würde ich auch eins trinken. Einfach so. Leonie, könntest du vielleicht mal ganz kurz aufstehen? Ich hole schnell kannst dann die Schale. Dein Chefredakteur hat Durst. Ja? Also Biere habe ich hier, nur die Gläser brauche ich noch. Dann den Strunk noch abschneiden und dann brauchen wir ein bisschen Salz. Ach, jetzt, kommt die Knoblauchpaste. Ich zeige dir das mal. Ja. Das ist, muss man ja quasi mal in Namen auch. Nahaufnahme, mein Gott, ich bin aufgeregt. Das ist ja das erste Mal, dass wir das Ganze live machen. Das ist so. Vor allem, also... Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was soll ich machen? Nee, jetzt ist schon vorbei. Ärgerlich. Also wir machen hier eine Knoblauchpaste aus dem Knoblauch, damit es sich nachher in der Kebabmasse ein bisschen besser verteilt. Ah ja, okay. Und dann nimmt man einfach eine Knoblauchzehe, schält sie. Also du brauchst gar keine Knoblauchpresse dafür, sondern einfach nur ein Jachtmesser. Wir sind ja im Revier und haben natürlich keine Knoblauchpresse im Revier. Sag mal, wie ist das eigentlich, Patrick, wenn man so als angehender Veterinär plötzlich hier so kocht? Wie kommt man dazu? Wie kommt man dazu? Ich hatte natürlich, also wie hat es angefangen? Ich habe irgendwann bei einem Freund in England mitgejagt und hatte dann Fleisch von dort sozusagen mehr oder weniger geschmuggelt, wenn man das so sagen darf, weil ich es natürlich mitnehmen wollte von meiner Beute. Und dann haben wir zu Hause daraus mal Salami gemacht, beziehungsweise nicht zu Hause, sondern mein jetziger Geschäftspartner Christoph hat für mich netterweise 20 Kilo Salami hergestellt und meine Freunde und Verwandten haben sich quasi darum geprügelt, hätte ich beinahe gesagt. Ja, gerissen. Gerissen, danke. Und dann war eigentlich schon die Geschäftsidee geboren, tatsächlich das Wildbret zu vermarkten.
Ja, und dann ja, kommt eins zum anderen. Wenn man dann Wildbret vermarktet, dann bleibt es nicht bei Salami und bei einem Produkt, sondern wir vermarkten eben auch Bratenstücke, Steaks, Bratwurst, Mettwurst, Leberwurst. Und ja, wenn man dann was verkaufen will, sollte man wissen, wovon man spricht. Ja. Zumindest ansatzweise. Ja. Und das sieht super aus. Ja, das Thema Direktvermarktung ist ja in aller Munde, auch bei den Landwirten. Viele bauen sich jetzt so Hühnermobile, ja. Andere kaufen sich schon so kleine Sägewerke, verkaufen ihr Holz direkt. Wir Jägerinnen und Jäger sind ja da noch so ein bisschen hinterher mit der Direktvermarktung. Ja. Meinst du denn, dass, wie ihr das gemacht habt, vielleicht so im kleineren Stil, so ein bisschen hausgemacht, wäre das auch was für Jäger, die sich darin auch wiederfinden können? Auf jeden Fall, und das machen auch schon einige. Ich sage mal, man muss sich das gut überlegen. Letztendlich ist das für mich ein Fulltime-Job geworden. Ich mache das Studium zwar auch noch, das ist sicherlich eine Aufgabe, aber vor allem auch der finanzielle Aufwand, den man betreiben muss, um eine vom örtlichen Veterinär abgenommene Wildkammer betreiben zu dürfen, sind relativ hoch. Also wir reden da über einige 10.000 Euro für eine vernünftige Wildkammer, die den sozusagen den Status erhält. Ja, und dann ist es aber damit ja noch nicht getan, wenn man einen schönen Servierraum hat, dann muss man es noch zum Kunden irgendwie schaffen. Ne? Also Marketing ist auch sehr aufwendig, aber letztendlich, ich kann nur die Jäger ermutigen, zumindest lokal ihr eigenes Wildbret zu vermarkten. Denn letztendlich, was machen wir seit Jahrhunderten von Jahrhunderttausenden im Prinzip als Jäger? Wir sind lokale Versorger. Mhm. Lokaler geht's ja nicht. Nee. Und von daher, ja, aber es ist eben auch Arbeit irgendwann, ne? Es ist Arbeit, auf jeden Fall. Apropos Arbeit, hier bittet Chris um Erklärung. Ihr hattet eben den Hasen als Thema. Was bedeutet es denn, wenn es dem Hasen gut geht, habt ihr alles richtig gemacht? Möchtest du erklären? Darf ich erklären? Du darfst, auf jeden Fall. Klar. Also der Hase braucht ja aufgrund seiner wildbiologischen Eigenschaften eine gewisse Fülle an Kräutern, die er in der Feldlandschaft oder im Wald finden muss, um ein gesundes Immunsystem oder ein intaktes Immunsystem zu haben. Und je mehr Kräuter er findet, desto gesünder, desto vitaler ist der Hase natürlich, desto mehr Kinderchen kann er zur Welt bringen. Und deswegen sagt man, geht es dem Hasen gut, geht es uns allen gut. Denn eine intakte Kulturlandschaft, wir sprechen ja bei uns nicht mehr von einer Naturlandschaft, sondern eine intakte Kulturlandschaft ist natürlich in unser aller Interesse. Und deswegen freuen wir uns, wenn es viele Hasen gibt. Mhm. So, ich tue jetzt hier noch ein bisschen Semmelbrösel mit rein. Habe ich das richtig erklärt? Sehr gut, sehr gut. Sonst hätte ich ja schon was gesagt. Wirst du eigentlich auch gerne Patrick genannt? Bene. Ich werte das als Nein. Du kannst mich nennen, wie du willst. Okay. Aber eigentlich heiße ich tatsächlich Patrick und nicht Patrick. Ich glaube, meine Eltern haben mir den Namen Patrick gegeben. Ja. Ja. Ist ja ohne R-Strichelchen, oder? Richtig, genau. So, jetzt hast du da Semmelbrösel reingetan. Genau. Oder Paniermehl, kann man auch sagen. Richtig, genau. Das mache ich tatsächlich. Oder Stoßbrot, wie man bei uns sagt. Stoßbrot, genau. Um da ein bisschen mehr Bindung reinzubekommen. Wir haben das Problem beim Wildbret, dass es sehr mager ist. Ja. Deswegen haben wir schon die Gänsekeule genommen. Wenn man jetzt zum Beispiel vielleicht mit Schwarzwild gemischt hätte, dann wäre das... Soll ich da noch mal ein bisschen Salz reinmachen? Gerne, ja, bitte. So wie Lea das gemeint hat? Ja. So. Genau so. Genau. Das reicht aber noch nicht. Reicht das noch nicht? Kann noch ein bisschen mehr. Noch mehr Salz? Guck mal, das ist ja Salinen-Siedesalz. Richtig. Das ist beeindruckend. Oder? Der Stadtjungjäger fragt, welche Jagdart ist für euch interessanter, Pirsch oder Ansitz? Weil es gibt bei uns nur eine klare Antwort. Ganz klar, die Pirsch. Ja, also, ist ja auch unsere Schwesterzeitschrift. Ja, genau. Vielen Gruß oder schönen Gruß an die bayerischen Kollegen. Nein, die Pirsch, die aktive Jagd, wenn man das Revier kennt das auch nicht übertreibt, sondern das sehr effizient betreibt, weiß, wo die Wechsel sind, auf den Wind achtet. Dann ist es auch nicht jeden Tag rumläuft. Genau, ein störungsarmes Jagen und eben ein effektives Jagen. Und deswegen ist das für uns ein aktives so. Auch. Ich meine, das sieht man ja auch an unserer Figur. Ja, oder? Corona hat Spuren hinterlassen. Wir sind deutlich anders. Aber so ist das nun mal. Nein, aber die Pirsch ist ja wirklich auch eine aktive Form der Jagd. Absolut. Und wir machen ja die Pirsch nicht nur zu Fuß, sondern wir machen die Pirsch ja zuweilen auch mit dem Fahrrad. Ja. Mit unserem Klapprad geht es da nur los, aber das darf halt nicht klappern, das Klapprad. Nee, dann ist schlecht. Was kommt da jetzt noch rein? Bisschen Paprikapulver. Ja. Und
wenn, süß oder scharf, je nachdem, wie man will. Wenn euch interessiert, was die drei Herren hier kochen, könnt ihr das später auf niedersächsischerjäger.de nachlesen. Da werden alle Rezepte hochgeladen. Cool, so kann ich hier Döner Kebab. Ich finde das großartig. Also ich fasse noch mal eben zusammen. Wir haben jetzt ausgelöste, gehackte Gänsekeulen, ja. Paprika, glatte Petersilie, ja. Salz, Knoblauch, Paprikapulver. Das war's. Mehr ist es nicht, genau. Und wir, ich muss Pfeffer nicht, richtig? Ja, nee. Kein Pfeffer. Tatsächlich in der Türkei gibt es zwar auch Pfeffer, wo das, dieses Gericht ursprünglich herkommt. Jetzt nagelt mich nicht darauf fest. Wahrscheinlich wird auch dort Pfeffer viel verwendet. Wir können noch mal unsere türkischen Zuschauerinnen und Zuschauer begrüßen mit einem herzlichen Merhaba. Die werden jetzt wahrscheinlich die Nase rümpfen, weil ich da Semmelbrösel reingetan habe. Das ist eigentlich tatsächlich so ein bisschen Hilfsmittel. Ja. Aber letztendlich eine ehrliche Boulette, hier, die wir hier auch gerne essen. Da kommt auch ein bisschen... Heißen die bei euch im Sauerland Bouletten? Tatsächlich heißen die eigentlich Frikadellen. Aber bei euch auch? Genau. Lecker Frico. Die auch? Ja. Buletten sind es nur in Berlin, oder? Also da auf jeden Fall. Und jetzt muss man es wirklich mal 5 bis 10 Minuten kneten, damit hier wirklich... Aber so du hast Kondition, sieht man. Das gibt hier Unterarme ohne Ende. Ja, ich schwitze. Sieht man das? Enorm. Und sorgt aber dafür, dass da nichts reintropft. Oder sollen wir nochmal die Stirn abwischen ein bisschen? Nee, das mache ich schon selbst. Das ist kein Problem. Okay. Man muss es jetzt vor 5 bis 10 Minuten kneten, denn was wollen wir schaffen? Das muss, im Prinzip muss es gleich am Handschuh ein bisschen kleben. Zu sagen, ja. Oh ja, das ist gut. Und dann kommt es hier auf diese Döner-Kebab-Spieße. Dann kommt es auf diese Kebab-Spieße. Eigentlich ist es kein Döner-Kebab, weil... Was ist denn der Unterschied zwischen Kebab und Döner-Kebab? Der Döner-Kebab ist der Drehspieß. Ah ja. Und das ist jetzt hier der Adana-Kebab. Adana. Adana, das ist der Hackfleischspieß. Ah ja. Und dann gibt es noch eine Shish-Kebab. Das wären quasi kleine Spießchen mit... Mit Shisha? Mit richtigen Würfeln, Fleischwürfeln drauf. Wie zum Beispiel Schaschlik. Ah ja. Aber die kannst du hier so schlecht aufspießen. Deswegen... Genau. Vicky, aka Looking Good in Camouflage, Vicky. Möchte wissen, was war das verrückteste Wildgericht, was ihr ausprobiert habt? Bratwurst. Du bist schon immer ein Draufgänger gewesen. Oder? Ja. Scheißegal, du. Also, tatsächlich ist es, ich war letztes Jahr durch Corona bedingt länger in Neuseeland und da ist es tatsächlich gute Sitte, dass man da die echten Bergaus dann ist. Und das ist tatsächlich das Kurzwildbrett des Gamsbox. Ja, und? Ich hab's tatsächlich nicht gegessen. Okay. Aber warum nicht? War mir irgendwie. Also weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Aber so einfach. Also das mit der Bratwurst finde ich übrigens jetzt nicht so witzig, weil es ist in der Tat außergewöhnlich. Es gibt nämlich inzwischen die ersten Niedersachsen, die Bratwurst herstellen aus Nutria. Ach. Und insofern eine wunderbare Verwertungsmöglichkeit auch für Nutria haben. Oh ja, wo man immer so weiß, was mache ich denn eigentlich mit den vielen Nutrias, die man so erlegt in diesen wasserreichen Revieren. Und es gibt eben die ersten, die machen daraus Bratwurst. Und ich finde das so grandios, so eine tolle Idee, dass ich demnächst auch auf jeden Fall Nutria-Bratwurst probieren werde. Und wir stellen das dann natürlich auch ins Netz, um zu sagen und zeigen, vielleicht auch live, wie es denn schmeckt. Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang noch mal was erzählen zu der Neuerung oder Nicht-Neuerung, wie es jetzt mit der... Du sag mal, mich blendet direkt deine Frisur. Ja? Das ist friedlich. Ich habe auch noch mal eine ganz persönliche Frage an Patrick. Oh Gott. Hier ein Follower von Jagderleben grüßt seinen Dozenten, Patrick. Ach, hi. Grüß dich. Ja, Franzi und Manja fragen, was lehrst du denn eigentlich? Tatsächlich mache ich noch Jungjägerausbildung bei uns zu Hause. Im Märkischen. Im Märkischen, im Oberbergischen tatsächlich. Das, Oberbergischen. Ist, der Nachbarkreis. Ja. Und da habe ich bis zuletzt die Jungjäger ausgebildet in den Fächern Wildtierkunde, also Haarwild, Federwild, Jagdpraxis und Wildkrankheiten und Hygiene. Aber du könntest auch hier in Sachen Wildverwertung ausbilden. Das könnte ich, aber ich bin tatsächlich einfach ein zu schlechter Metzger, als dass ich das wirklich ernsthaft könnte. Ja. Also bisher sieht das jetzt ganz professionell aus. Ja, jedenfalls aus unserer Warte. Ja. Wir werden es erleben, ob es wirklich gut ist. Aber wir müssen noch ein bisschen kneten, weil ihr seht schon, es zieht schon so richtig schöne Fäden. Ja. Ne? Und es klebt am Handschuh, das ist schon gut. Ich könnte dir sonst auch, wie gesagt, meine aus deiner Heimat da um die Ecke kommenden Küchenmaschine anbieten. Aus Wuppertal, die? Nein, die können wir jetzt nicht mehr gebrauchen, das ist zu spät. Die macht das ganz schnell und dann macht die Ding, Ding, Ding. Sind sie fertig? Ja. Wer hat denn da geschrieben? Kannst du da Namen nennen? Follower Jagderleben. Anonym also. Ach so, ja. Okay. Möchte nicht erkannt werden. Okay.
So, also Patrick, wenn du nicht so viel schwitzen willst, trink doch lieber mal ein Bier. Ja, sollte man mal machen, ne? Meins ist übrigens alle, Leonie. Ja, ich bin sofort auf dem Weg. Dann sehr zum Wohl. Meins auch schon. Ja. Kann auch selber gehen. Also beim letzten Schützenfest hat die Bierversorgung besser geklappt. Also ich so, finde, die Leonie macht das ganz hervorragend. Ich würde sagen, ihr schnappt euch jetzt beide einen Spieß. Ja, ich habe schon einen in der Hand. Und versucht das mal so ein bisschen zu drapieren. Immer so eine Handvoll nehmen. Ja. Das habe ich schon gesehen im Fernsehen. Und dann wirklich so. So? Habt ihr schon was? Genau. Christian macht das ganz hervorragend. Also nicht zu viel drücken, um das, dass es nicht wieder abrutscht. Und Bene macht das ganz super. Sagt dir das Mädchen damals auch. Junge, so? Junge, Junge. Reicht das oder nein, noch mach mehr? Mal ein bisschen mehr. Kannst du die Hälfte des Spießes könnt ihr jeweils bedecken mit dem Brät, wie man so schön sagt. Ja, Brät. Nicht Brät, Brät Wildbrät, sondern da schreibt man mit weil es auch gebraten wird. Richtig, das Wurstbrät. Darf ruhig ein bisschen dünner, Bene? Mhm. Ich komme da noch hin. So, so und, da siehst du wieder erst nicht so viel die Gerade. Tatsächlich beim türkischen Imbiss meines Vertrauens. Grob. Daher kam auch die Idee, weil wir haben einige Jahre zurück rauschende Feste gefeiert und der hatte nachts auf und hatte dann vor allem einen Holzkohlegrill und da hat er diese Spieße fabriziert, vom Lamm zum Teil oder vom Rind, was gerade da war. Und der hat immer so schön das so gemacht, dass man wirklich die Fingerrillen sozusagen sehen konnte. Ne? Und dann wirklich mit ein bisschen Gefühl, so wie du das machst, ganz hervorragend. Hier würde man sogar die Fingerabdrücke sehen, aber ich trage ja Handschuhe. Genau. Aber als wäre ich ein Forensiker. Genau, die Forensiker. Oh. So, meiner so. Ist super. Na, warum nicht? Wir wollen natürlich eine gleichbleibende Dicke auf ja, der, auf ich der doch. Ganzen Länge. Wir machen das einfach, das ist gut. Der ja, wir machen das jetzt einfach. Okay. Jeder so, wie er es kennt, oder? Einfach mal machen. Ja. Einfach mal machen. Soll ich da noch ein Ei reinhauen? Wir können es auch noch mit Speck umwickeln. Und jetzt einfach auf den Grill legen oder wolltest du das auf die Sizzle Zone machen? Nee, wir machen das jetzt hier auf dem Grill, weil der schön heiß ist. Ist noch mal längs oder rechts? Vertikal? Oder links oder rechts? Siehst du, meiner fällt schon aus. Längs. So? So. Warte mal eben. Bene, lass doch mal den Spieß. Man muss den Spieß raushalten. Soll ich das weiter nach oben schieben oder was? Moment mal eben. Moment mal eben. Ach, Moment mal, Leute. Vorsicht, wir machen hier ein bisschen Öl. Drauf. Brennt das gleich erstmal? Soll ich? Beziehungsweise machen wir das. Machen wir mal ein bisschen auf den Handschuh. Auf die, genau, so ist richtig. Genau. Bene, ein bisschen einreiben, das wen? Gerät. Mich. Nicht mich. Und noch ein bisschen. Noch mehr? Ja. Der fällt hier unten ab. Kommt mal so, deswegen. Ein bisschen Öl drauf. Hm? Guck mal, dann brennt es auch nicht an. So. So, und jetzt tun wir es da drauf und hoffen das Beste. Alle Gerichte, die wir übrigens heute zubereiten, sind für 4 Personen. Ist das richtig? Korrekt. Also das ist jetzt eher für 2, oder? Was für Personen hattest was du denn da? Das ist ja die Vorspeise. Das kannst du ruhig mal teilen. Das heißt, du willst das also nur so für jeden 100 Gramm anbieten? Würde ich so sagen, ja. Okay. Da gibt es ja auch noch ein bisschen Süßchen zu und gleich noch eine etwas angeröstete Tomate. Das ist so eine kleine Vorspeise. Cool. Das sieht ja jetzt schon müssen toll wir aus. Aber erstmal noch die Knoblauchsoße, beziehungsweise, wie man in der Türkei sagt, Cacık zubereiten. Und dazu brauchen wir. Und müssen wir dazu neue Handschuhe anziehen? Ist besser, oder? Ausziehen. Wir brauchen jetzt erstmal, glaube ich, gar keine Handschuhe dafür. Gut. Es sei denn, ihr wollt eure Finger davor schützen, dass sie zu stark nach Knoblauch riechen. Das ist mir egal. Du kannst gleich meine schon Frau mal. Auch. Du kannst schon mal das Gleiche mit dem Knoblauch wieder machen, wie gerade. Patrick. Hätte ich da mal aufgepasst. Der anonyme Jagderleben-User hat seinen Namen genannt. Das ist Marcel. Ach, Marcel ist übrigens auch sehr aktiv auf Instagram. Mein Weg zum Jagdschein. Ah, ja. Kennt ihr den? Ich? Ja, ich auch. Also tatsächlich jetzt schon ein passionierter Hundeführer, wie er seinen kleinen Hund. Was für ein Hund? Kurzer, namens Treff. Kurzer ist natürlich eine edle Rasse. Ja. Kurzer führt an, nee, kurzer voran. Kurzer voran. Also Old Roy B. Das muss ich ja nicht abschneiden, weil einen Verbesserungsvorschlag für euch. Ja. Es muss dünner auf dem Spieß sein, sonst fällt es ab. Das erleben wir auch gerade. Tatsächlich, aber wir warten noch mal einen Moment. Gut, jetzt haben wir aber auch noch Wein da stehen. Sollen wir den Wein dazu auch noch trinken oder erstmal ja. Jetzt nochmal ein Frischbier? Das würde ich schon sagen. Wir haben hier ein Riesling trocken, Merlot trocken oder ein Schwarz-Riesling-Rosé-Wein. Jetzt hat mir irgendeiner mein Glas weggenommen.
Das ist da den Volles. Das hat Leonie dir gerade hingestellt. Ja? Ja. Ich habe alles voll gemacht. Leonie, wunderbar. Ja, du machst das so großartig. Patrick, mit wie vielen Knoblauchzehen soll ich das machen hier? Zwei, bitte. Pro Joghurtbecher eine. Haben wir schon auf Harald Jutke getrunken? Einmal. Okay. Ich muss dir noch mal ein bisschen retten hier, die Spieße. Wieso? Das liegt jetzt aber nicht an uns. Nein, nein, das liegt an mir natürlich. Habe ich das falsch gesagt? Ich könnte auch schon mal eine Kartoffel schälen. Brauchen wir nicht schälen? Das lassen wir so. Lassen wir so. Kennt ihr eigentlich den Harmsdorf? Der konnte ja so rohe Kartoffeln. Kann ich auch, aber nur wenn keiner hinguckt. Ach so. Das ist wie ein Rückwärtssalto aus dem Stand. Zeig mal. Ach, ich sollte das ja irgendwie so erstmal so drücken. Das funktioniert, weil es noch ein bisschen dick ist. Ach. Pass auf, das könnte hier sehr heiß sein. Ja, soll ich dir sonst einen Handschuh? Das ist nicht falsch, alles gut. Super. Problem. Schneid das raus. Wollen wir einen Schieber holen? Ich glaube schon, wenn du einen hast. Hab ich. Schau mal. Gut aussehen tut's schon mal. Schneid erstmal nochmal klein. Ja, pass auf, also du kannst erstmal anfangen, brauchst nicht klein schneiden. Einfach Messer drauf und platt hauen. Dann hast du schon mal. Ich glaube, ich kann schon klein. Ne? So. Hör auf zu lachen. So, jo, super. Sehr gut. Jetzt hängt's im Mehl. Jetzt eine Prise Salz dann drauf. Ja. Und dann? Und dann schön reiben. Zerreiben. Prise Salz. Ah ja, das sieht gut aus. Oh, das ist ein bisschen groß, die Prise. Ich habe hier auch noch so eine Zange. Zum Anfassen meinst du? Ja. Wie hat denn der das gemacht? Einfach ein bisschen zerdrücken. Ein bisschen das schneiden, ein bisschen drücken. Kommt doch. Genau. Richtig nicht. Ich würde es ja noch ein bisschen drauf lassen. Ja, wir lassen es drauf. Oder? Wir lassen es noch einen Moment drauf. Hast du recht. Den fassen wir mal nicht an, den lassen wir drauf. Mhm. Ja? Bede, ist es schlimm, wenn es deinen trifft, der jetzt so auseinandergefallen ist? Ich hätte mir das gedacht. Ich koche auch wirklich gerne und manchmal schmeckt das auch. Ich habe bisher immer gut bei dir gegessen. So. Meistens bin ich sogar satt geworden. Gut, was machen wir jetzt? Hier, Tzatziki ist fertig. Toll. Und noch einen Löffel Honig. Kannst du auch ins Bier rühren. Joghurt drauf. 13 Bier mit Tzatziki. Kennst du das noch? Nee. War früher mal, 90er war das, hip. Ein Lied? Oder was? Hä? Hm? Ernsthaft? Nee, kenn ich nicht. So, Bene? Ja, bitte. Bitte schön. Joghurt aus der Region, das ist doch hervorragend. Übrigens, alle Produkte, die wir hier verwenden, kommen tatsächlich hier aus der Region. Der Wein kommt natürlich aus dem Emsland. Nein, natürlich nicht. Aber es wird hier inzwischen auch schon Wein angebaut. Es wird warm, aber der vorrangige Wein. Aber wir haben tollen Wein, die haben hier so tolle jagdliche Motive drauf. Deshalb haben wir den dazu gestellt. So, was sollte ich jetzt mit dem Joghurt? Ich habe eine Frage an Bene. Ja, bitte. Möchtest du lieber eine hausgemachte von Auge bekommen? Boah, da kennt sich jemand aus. Ja, da wäre ich auch dabei. Auge ist, muss man sagen, der weltbeste Schnellimbiss der Welt, also der weltbeste Schnellimbiss der Welt. Inhaberin Rosa Schomaker viele, viele Jahre lang. Und es gibt nichts, was ich, abgesehen von den Spirituosen, was ich mehr mit der Heimat an kulinarischen Vergnügen verbinde als Auge. Ich denke, aus Haselünde gibt es nur Kornprodukte. Es gibt auch noch ein bisschen Fruchtiges, aber es ist fantastisch. Sollte ich das eigentlich hier reinkippen, Patrick? Ja. Ja. Und da kommt jetzt das Knoblauch dazu, der Knoblauch dazu. Ja. Zwei Zehen auf einen Becher, sagt er, glaube ich, ne? Ja. Okay, und Salz oder sowas noch? Auf zwei Becher. Zitrone? Bitte? Salz rein, genau. Zitrone noch? Ganz ruhig. Zwei Becher, zwei Zehen. Okay. Ja. So. Dann noch Salz dazu, eine Prise oder zwei. Und Hack. Und Gurke. Soll ich schneiden? Die wird gerieben. Deswegen wichtig, ich habe ja den Einkaufszettel von Patrick mehr oder weniger bekommen, dass es eine Bio-Gurke ist. Selbstverständlich, die wird einfach mit Schale. Wir machen aber vorher. Hast du die abgespült? Selbstverständlich. Aber, ne? Nee, das nehmen wir nicht, weil es ja mit Fleisch schon Berührung war. Dies hier? Das war hier nur mit Knofli. Oder hast du damit auch Fleisch geschnitten? Wir schneiden sie auf der Länge nach. Ah. Der Länge nach.
Und jetzt müssen wir eigentlich noch das Mark entfernen, weil sonst haben wir zu viel Wasser. Soll ich mal einen Löffel holen? Leonie ist schon unterwegs. Leonie ist ein Goldstück. Ja. Hätte ich jetzt auch einen Gurkenschäler? Oder soll das mit Schale rein? Nee, das Mark kommt mit Schale da rein. Okay. Tatsächlich, oder? Was denn? Mit Schale oder soll ich die Gurke noch schälen? Mit Schale. Okay. Also hier kommen wir ein bisschen in die Bredouille. Ja, live ist live. So, ich habe einmal einen kleinen Löffel. Gib mir ruhig einen großen. Löffel, falls ihr das Tzatziki noch umrühren wollt. Ah ja. Oder möchtest du einen kleinen Bene? Hat er schon. So, her damit. Das durch. Du kannst die andere noch machen. Welche Reibengröße hier, Patrick? Die größte. Ja. Nee, gelernt ist gelernt, ne? Aber das ist auch ganz gefährlich. Da kann man sich übelst verletzen. Mit einem Löffel geht das nicht so gut, sich zu verletzen. Aber so eine Reibe. Ein bisschen was landet auch in der Schale. Das sieht sehr elegant aus, so bei dir. Ne? Mhm. Nimm doch lieber die neue hier. Tu das hier rein. Sehr gut. Den Löffel hast du noch parat? Ich kann das gut. Das reicht. Reicht schon? Ja, ja. Okay. Die können wir ja noch für später, für einen Moskau Mule oder so. Ja. Wo ist denn der Löffel hingetan? Da. Hier. Den kannst du mir mal geben. Dann rühre ich das einmal um. Ein Löffel Honig hätte ich gerne noch hier rein. Honig. Da ist ein kleiner Löffel. Da ist der kleine Löffel, extra vorbereitet natürlich. Mmh. Schön. Da rein soll ich das machen. Ja. Einen Löffel. Einen ganzen so. Einen so einen großen Löffel. Genau. Ist das zu viel? Nein, das ist gut. Dreh noch mal ein bisschen, dass du auch alles mitkriegst. Das läuft doch. Guck mal. Also Tzatziki, Tzatziki kann schon mal fertig. Was mache ich hiermit? Essen. Nee. Quatsch. Mit Tosöte, singen sie Bios. Über Tosöte. Sögen Chrom. So. Das wäre schon mal das. Probieren. Ich habe nichts zum Probieren. Kleinen Finger. Ach so, den habe ich. Jetzt kann ich das nicht mehr essen. Willst du auch probieren? Lecker. Ich habe keinen Löffel. Ja gut, dann. Ah, der Knoblauch muss da noch rein, Männer. Was ist denn hier los? Ich habe auch gedacht, also ich glaube, Tzatziki sonst knoblauchiger in der Form. Ja, aber verkackt, ja. Entschuldigung, das kannst du hinterher. Soll ich hier mal was machen? Ja, lass das mal einen Moment backen. Besser nicht, ne? Lass das mal einen Moment backen. Ja. So, dann haben wir das schon fertig. Jetzt müssen wir natürlich eigentlich nur warten, bis die Spieße fertig sind. Und dann wäre also die Vorspeise schon fertig oder gibt es dazu noch irgendwelche Beilagen? Nein, das ist die Vorspeise. Dazu Fleisch mit Tzatziki. Fleisch mit Tzatziki. Cool. Man könnte dazu noch ein Brot essen, aber muss man nicht. Wir müssen ja auf die Figur achten. Das kann man ja auch in flüssiger Form. Cool. Ja, finde ich auch. Machen wir das doch mal. An Bene. Michael fragt, aus welchem Zwinger ist Kuno? Kuno kommt aus der Schwarmstädter Ecke und der Zwinger heißt vom Eimkerhof. Henning Finke, der Züchter. Ein hervorragender Hund. Suchensieger. Klar. Wenn ich das kurz erwähnen darf. So. Eine Sache haben wir vergessen. Ein toller Hund, ein toller Familienhund vor allem. Das ist Zitrone kommt uns immer ne? ganz hab wichtig, gesagt, dass es nicht nur ein Arbeitsgerät kleinen, in Anführungsstrichen ist und ein Jagdhelfer, sondern dass er wirklich sich auch gut in die Familie und mit den Kindern verträgt. Ja. Mal so ein bisschen klopfen. Ne? Ja. Sehr schön. Soll ich hier mal ein bisschen aufräumen? Du, das wird richtig zitronig frisch. Aufgeräumt. Guck. Ich glaube, wir müssen den örtlichen Feinschiermarkt. Den örtlichen Dönerladen anrufen. Fallen die auseinander? Die fallen auseinander, ja. Haben wir zu dick gemacht also. Zu dick gemacht. Jetzt machen wir das nächste Mal besser. Ich bin dann weg, ja? Schön. Ja, tschüss. Also ich meine, wir können es ja schon nicht. Wollen wir jetzt denn erst die Vorspeise essen? Nee, wir machen gleich mit dem Hauptgang weiter, ne?
Das essen wir gleich. Du, pass auf, weißt du was, wenn das jetzt hier so weiterläuft, tauen wir einfach ein paar Bratwürste auf. Wurst geht immer, nicht? Wurst geht immer. Ich habe auch noch ein bisschen Wildcurrywurst. Oh, ja, die ist auch gut geworden. Und dann machen wir hier den guten Ahrensburger Ketchup dazu und dann... Ja. Bisschen kann auch. Hä, wieso? Das ist doch top. Top ist hier mal gar nichts. Der vielleicht, den gucken wir mal, wie der sich verhält. Das fällt auseinander. Er will nicht. Der sieht doch top aus. Der sieht top aus. Übrigens, was ich gerne noch mal sagen möchte. Ja. Wir sind alle getestet und geimpft, also deswegen sind wir hier ohne Maske. Doppelt geimpft sogar schon. Doppelt geimpft, fertig geimpft, genesen. Ja. Wir sind komplett immunisiert, also keine Sorge. Genau, glücklicherweise ist es ja auch so, dass die Inzidenz hier so niedrig ist, dass sich viele Haushalte mittlerweile wieder treffen dürfen. Aber nichtsdestotrotz vollkommen richtig. Geimpft, genesen und das dritte war? Für gut befunden. Geimpft, die 3 Gs. Egal. Voll immunisiert, ja. Das reicht. Geimpft, genesen, gewachsen. Das ist auch Chili Board. Gut. So, was kann ich jetzt tun, Patrick? Du könntest schon mal die Rehkeule auf dem Brettchen drapieren. Da wollen wir jetzt gleich dran. Ja. Ich kümmere mich noch eben in den letzten Zügen um den einen Spieß, den wir zumindest retten konnten. Okay. Und dass wir gleich wenigstens mal ihn probieren können, ja? Auf jeden Fall. So. Wollen wir den... Hast du die... doch einfach mal, wo dieses Stück Rehwild herkommt. Ja? Ich weiß gar nicht, welches ein Stück das war ist. Vielleicht auch. Das ist der Bock, den ich ganz alleine dort geschossen habe, wo wir letztes Jahr gemeinsam 2 Böcke geschossen haben. Ah ja. Aber weil Herr Bene mich ganz alleine gelassen hat, musste ich diesen Bock auch ganz alleine schießen. Aber wir hatten ihn vorher schon mal zusammen gesehen. Ist das der Bock? Das ist der Bock, den du auch schon mal angepirscht hattest. Der schwache Jährling. Ja. Ja. Und ich musste ihn dann alleine schießen. Ja. Alleine bergen, alleine finden. Und wie war das so für dich? Allein. Einsam. Ja, also ich will damit sagen, Jagd macht ja eigentlich viel, viel mehr Spaß, wenn man es gemeinsam macht. Und ich freue mich natürlich umso mehr, als dieser einsam erlegte Bock nun gemeinsam zubereitet wird. Ja. Was sollen wir denn damit machen? Ich glaube, wir sollen, bevor wir das schon wieder... Oder sollen wir den noch ein bisschen abputzen? Vielleicht warten wir auf den Chefkoch. Aber sieht gut aus sonst, ne? Wir könnten ja noch mal einen Schluck trinken. Genau, ich wollte nämlich auch gerade sagen, die Community möchte, dass ich auch was trinke, aber einer muss ja die Fragen auch ordentlich vorlesen können. Aber du könntest ja zum Geschmack wenigstens ein bisschen Rosé da reinmachen, oder? Darf ich dir da was hier einschenken? Hier rein? Meinst du, da passt noch was rein? Ja. Dann aber Vollgas. Guck mal, der hat so viel Geschmack, der Schwarzriesling oder lieber ein Riesling? Nee, der ist schon gut. Oder lieber ein Merlot? Nee, der ist schon gut. Der hier? Ja. Bisschen was für die Farbe. Guck mal. Ein ganz kleines Zickchen. Mhm. Ja, Bene, ich dachte, du stößt mit mir an. Ach, entschuldige, Mensch. Wie ungehobelt von mir. Schön, dass du die neue Volontärin des niedersächsischen Jägers bist. Auf Leonie. Auf euch. Prost. Jungs, so langsam kriege ich Hunger. Können wir ein bisschen Gas geben? So. Wenn wir wissen, was wir machen sollen, können wir natürlich. Ja, ich habe den Einspieß wirklich verkackt, ne? Es tut mir leid, Patrick, dass ich dir so viel Arbeit mache. Alles gut. Alles gut. So. Du hast es ja auch nur gut gemeint. Ich meine es meistens nur gut. Heiß, heiß. Ich mach schon mal die Keule in Nuss, Obernuss und Unterschale. Oberschale, ne? Unterschale, Nuss. Genau. Oberkante, Unterlippe. Hier möchte jemand wissen, woher der Wein ist. Der Wein ist von einem Weingut Menger. Männer, wir machen eine ganz tolle Familie, mit der wir schon sehr viele tolle Sachen zusammen gemacht haben. Und deswegen freuen wir uns immer sehr, wenn wir das beim Grillen und bei sonstigen Festivitäten auf diese Köstlichkeiten zurückgreifen dürfen. Ja. So. Gut, wir probieren jetzt erstmal und schneiden dann das Fleisch in den Hauptgang, okay? Alles klar, okay, dann machen wir das. Nehmen wir uns wieder hier ein Gäbelchen. Rein. Ja. Wir essen direkt vom Grill. Grill. Ja. Das finde ich gut. Ein bisschen vom Süßchen drauf auf den Teller. Ja. Und dann kann man da mal vom Grill was nehmen und da mal reintunken. Möchtest du das dann auch probieren? Ich probiere auch. Dann probiere ich auch. Also du meinst, es sei schon gar?
Ja, auf jeden Fall. Und da ein bisschen Tzatziki dazu. Einfach ein bisschen hier so rein. Ich nehme einfach mal. Ja, das hat leider nicht ganz sollen sein. Bin aber mal gespannt. Wildgansdöner. Nee, Wildgans-Kebab. Kebab. Wildgans-Kebab. Ja, einen guten. Guten Appetit. Warum kriegt Leonie eigentlich schon wieder nichts? Sehr lecker. Vor allem mit diesen mediterranen Beigaben von Zitrone und Knoblauch. Ja, aber wirklich. Gut? Komm, richtig gut, ja. Ja, wir müssen an der Bindung arbeiten. Boah, lecker. Sehr lecker. Also, ich habe natürlich auch recherchiert. Das Originalrezept wäre tatsächlich, also man lässt es wirklich möglicherweise bestenfalls eine Stunde noch dann ziehen oder am besten eine ganze Nacht. Da war ich bei den Temperaturen mit dem Hackfleisch etwas zögerlich. Ja. Und deswegen haben wir es jetzt so gemacht, aber der Geschmack ist hervorragend. Schön, es ist auch, Leute beim Essen filmen, ist immer sehr vorteilhaft. Und dann noch mit dem vollen Mund sprechen. Ja. Bitte? Du musst noch im Fett rein. Ja, noch im Fett rein, den Adler, ja. So, das haben wir. Köstlich. Ich bin doch zufrieden. Ja, ich finde, das kann richtig in Tzatziki baden, das Zeug. Letztendlich schon. Ne? Jetzt kann man dazu noch vielleicht ein kleines Fladenbrot reichen. Ne? Selbstgemacht oder auch gekauft, wenn es schnell gehen muss. Ja. So, muss man aber nicht. Ich mache jetzt dem Keule hier. Also wir machen das ja ganz... Was machen wir denn jetzt mit der Keule überhaupt, Patrick? Die hauen wir jetzt aufeinander. Wo haben wir denn noch ein Messer? Das ist mir zu groß. Nämlich das hier. Hier, das ist doch einfach hier so. Vorsicht. Also jetzt nochmal um 180 Grad. Da kannst du es auch wunderbar erkennen. Immer am Vlies trennen sozusagen. Du hast jetzt gerade was in der Hand, weißt du es? Ja, Fleisch. Okay, was für welches Teilstück? Keule vom Reh. Korrekt. Ich habe hier eine Frage von Nico Hase an Christian. Der möchte wissen, ob du bei der Bundeswehr war. muss der Standortwart nach dem Abend mit dem Räumpanzer durch den Garten bzw. durch die Küche? Genau so ist korrekt. Bei uns hat das immer die Standortverwaltung gemacht, also die STOF. Hier so durch, oder? Ja. Natürlich war ich bei der Bundeswehr. Aber ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Viele wissen das wahrscheinlich noch nicht. Das hier? Ja. Und dann abschneiden? Nee. Aber war eine großartige Zeit. Ein bisschen dazwischen trennen. Aber hinterher mussten wir auch immer alles aufräumen und alles wieder selber sauber machen. Okay, dann schneid einfach genau hier tatsächlich, wo dieses Vlies ist. Ganz langsam, da siehst du. Da ist die Trennung. Ja. Jetzt schneidest du hier noch durch. Jetzt hast du hier die Nuss schon mal in der Hand. Super. Nuss. Die ist nicht ganz so zart wie die Oberschale. Ich mag Nüsse. So, und das machen wir jetzt hier durch. Jetzt trennen wir die Oberschale von der Unterschale. Das ist dieses Stück hier. Das ist die Oberschale. Aus der Oberschale macht man eigentlich die Schnitzel. So genau, die werden sie gleich im Ganzen braten. Der Superwastel möchte übrigens die Schindler-Hannes-Mütze vom Kurzen. Ganz langsam. Ja, die gibt es aber nur noch einmal. Die ist ja nun schon vererbt worden. Und zurzeit ist sie noch nicht, jedenfalls wissen wir das noch nicht, in Reproduktion. Aber wenn es noch mehr Nachfragen davon gibt, werden wir das natürlich gerne bei Franconia mal vorschlagen. Dass sie diese Schindler-Hannes-Mütze auch wieder auflegen, oder Bernd? Was meinst du? Welche denn? Die du immer trägst. Ja. Die ist schön, ja. Habe ich von meinem Vater tatsächlich geschenkt bekommen. Hier haben wir tatsächlich dann die Oberschale. Super. Das ist dann das sogenannte falsche Filet, beziehungsweise beim Rind dann Semmerrolle. Ja. Das kleine Stück. Das kleine hier. Das kleine, ja gut, da fehlt jetzt unten da, wo die Haxe dran war. Ja, okay. Das hätte man natürlich auch, ein Metzger hätte das noch ein bisschen schöner gemacht, da wäre noch ein Zentimeter mehr dran. Das trennen wir jetzt noch von der Unterschale, das ist dieses Gebilde. Ja. Und dann haben wir noch die Hüfte, die wir gleich auch noch... Also hier wieder der Dörr. Genau. Ist immer gut, wenn ich da so reinschneide, oder? Du brauchst eigentlich nur die Häute durchzuschneiden. Tatsächlich immer nur die Häutchen schneiden sozusagen. Ja, nicht das Fleisch zu schneiden, genau. So. Hier abtrennen ganz, oder? Ja, genau. Die Simmerrolle. Zack. Da hast du die Simmerrolle. Und den hier. So. Genau, das ist die Hüfte. Warum gibt es eigentlich, warum schreibt man das eigentlich mit H-U-F-T? Wenn man jetzt so beim, neulich war ich bei Stanislavski beim Rewe und dann sind wir da so durchgegangen, da gab es Huftsteak. Da hat einer die Ü-Punkte. Nee, auch stand wirklich auf der Huftsteak stand da. Das ist dann gegebenenfalls eine regionale Spezialität, das kenne ich so nicht. Ja? Huftsteak?
ohne Ü-Striche. So, und jetzt stelle ich hier Steaks runter. Gut. Nein. Pass auf. Dreh noch mal das Ganze um. Ich habe ja keine Handschuhe an. Wir wollen auch diese Sehnen hier entfernen. Siehst du? Ja. Zeig das mal in die Kamera vielleicht. Hier, so rum. Ja, da ist noch so eine dicke Sehne dran. Ja. Dieses weiße, die Silberhaut sozusagen. Ja. Nee. Hey, klar, weg damit. Nein. Okay. Ich ziehe mir jetzt noch den Handschuh. Willst du mal ein scharfes Messer? Das ist echt sauscharf. Das ist auch eine Brotsäge, oder nicht? Ja. Nee, das ist ein scharfes Messer mit Korkenzieher. Ach so, das ist das Sommelier-Messer. Nee, das ist, finde ich, richtig gut. Sind wir nicht auch ein bisschen Wild-Sommeliers? Absolut. Darf ich das nehmen? Ja? Mhm. Der Metzger würde eigentlich hier das Schwarze, das ist glaube ich schon weg. Ja, das ist natürlich. Das Ausbeinmesser, aber man soll kann ich auch, das mal holen? Man kann das mal. Nee, nimm doch irgendwann jetzt. Mal. Ich würde jetzt hier runterstechen. Stich. Sehne. Ja. Unter diese Sehne und so leicht nach oben. Leicht nach oben. Ich gehe mal ein Stück beiseite. Das ist nicht mehr scharf. Ich hole dir das andere. Das war auch nicht scharf. Das war gar kein Problem. Das liegt natürlich auch daran, dass man solche Messer eigentlich ja nicht in die Spülmaschine machen darf. Eigentlich nicht. Denn wenn man sie in die Spülmaschine macht, dann sind sie und eigentlich ist in jeder Fleischerei auch jeder Fleischer für seine Messer verantwortlich. Ne? Also die reinigt er selbst und die schärft er auch selbst. Und das ist wie mit einem guten Füller, den gibt man ja auch nicht aus der Hand. Wenn ich bei unserem Metzger mal vorbeikomme und schnell irgendwas auslösen möchte, dann treffen mich die bösen Blicke zunächst. Und dann hat irgendwer Mitleid und holt irgendein altes Messer aus der Ecke und schärft das dann eben für mich. Und dann kann ich damit aber auch nichts verkehrt machen. Guck mal hier. Jetzt ist gut. Wir sind schon fertig. Ja? Lässt du das dran, das Fett? Ja. Das kann man dran lassen, ja. Ich beschneide das hier noch so ein bisschen. Und wie ist das eigentlich? Das ist ja auch so eine Glaubensfrage inzwischen. Soll man wild würzen, bevor man es auf den Grill wirft, oder soll man es eigentlich erstmal ungewürzt grillen, unmariniert und dann erst, wenn es auf dem Teller ist oder kurz davor würzen? Also es gibt Sonne und Sonne, wie man so schön sagt. Ich gehöre dazu, die vorher nicht würzen. Mhm. Und dann nach dem Aufschneiden. Weil jetzt haben wir nämlich auch das Problem hier mit dieser Würze und diesen ganzen Kräutern und so weiter, die jetzt hier auf diesem verunfallten Kebabspieß sind. Das grillt natürlich alles weiter. Ja, ist ja nicht deswegen schlimm. Grillen wir jetzt hier auf der sauberen Seite weiter. Die drehe ich jetzt wieder hoch. Achso, aber wer macht jetzt den Grill nachher sauber? Du. Du. Wir haben ja hier auch so eine... Haben wir keine Reinigungsprogramme? Natürlich. Dann sag ich doch, sauber brennen. Mhm. So, ich habe Hunger, Kinder. Apropos Kinder, Frage an die Familienväter von Jagdleben. Wann habt ihr eure Kinder zum ersten Mal mit zur Jagd genommen? Ja, das ist, da muss man natürlich fragen, was ist Jagd, ne? Oder wo beginnt die eigentliche Jagd? Ist es ein Revierspaziergang oder ist es tatsächlich die Jagd aus Übung? Also mein Lütter, der ist schon, seitdem er laufen kann, mit ins Revier gegangen. Und ich habe dem so die Natur gezeigt, beziehungsweise versucht zu zeigen, aber hat sehr viel Interesse für die Dinge, die er da entdeckt. Da ich erst ein Kind habe, weiß ich noch nicht, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um tatsächlich dann mal bei einem Abschuss ihn das erleben zu lassen. Aber, also ich finde, der richtige Zeitpunkt, ein Kind mit zur Jagd zu nehmen, ist, sobald es in so ein Maxi-Cosi oder in so eine Wippe passt, die man ins Auto stellen kann. Und so habe ich es gemacht und meine Kinder sind begeistert dabei nach wie vor und freuen sich, wenn wir gemeinsam zur Jagd fahren, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir als Familie gemeinsame Abenteuer erleben. Und ja, ich finde, damit kann man nicht zu früh anfangen. Übrigens gibt es ja auch von euch davon eine Folge vom Podcast. Richtig, ja. Ja. Haben wir auch schon mal. Kinder auf der Jagd. Ja. Nächste Frage von Bernd Menke. Beziehungsweise er gibt den Tipp, Messer besser schärfen, bevor man es benutzt. Das scheint ein cleveres Kerlchen zu sein, der Bernd. Deswegen, ja, vielen Dank für den Tipp, Bernd. Deswegen nennt man dich ja auch Bernd. Ja, genau, das Wunder von Bernd. Ja. Das war aber der Bernd aus Finsdorf. Ne? Ja, genau. So, Bernd aus Finsdorf ist ja der von der Versicherung, ne? Genau. Okay. Soll ich das hier irgendwo entsorgen in der Schale oder brauchen wir die Schale? Mal die Schale, wir machen dann vielleicht nachher noch daraus Kartoffelpuffer oder morgen. Nein. Ihr könnt es auch für die Kirrung sonst benutzen. Oder für die Kirrung, das geht natürlich auch. Dann gehen die nicht in die Kartoffeln vielleicht. Die Sau. Aber jetzt zeig mal, was hast du jetzt hier? Das sind jetzt, das so sind, bleiben die. So bleiben die. Und so die kommen die auf den Grill. So kommen die auf den Grill. Soll ich die schon mal auf den Grill machen? Wir müssen sie alle gleichzeitig auf den Grill legen, sonst werden sie ungleichmäßig gar.
Das macht natürlich Sinn. So, wir machen aber heute nur die halbe Portion. Eigentlich ja, machen wir 8 Kartoffeln. Wir machen aber nur 4. Okay. Ich hatte hier schon mal was vorbereitet. Und die grillst du jetzt? Ne, die kommen jetzt hier in die Pfanne rein. Ist da genügend Fett oder soll ich dir noch welches geben? Dann kannst du mir noch ein bisschen was geben. Um Olivenöl geht? Ja, auf jeden Fall. Achtung. Nein. Die Belgier, die haben ja die Pommes erfunden, ne? Genau. Und die machen immer ordentlich Fett rein. Richtig. Das ist ja auch das Gericht, was wir jetzt kochen. Es kommt ja auch noch ein bisschen Butter dazu. Ne? Und das in Kombination ist eben, hat den Vorteil, dass... Das reicht, genau. Das hat den Vorteil, dass die Butter nicht braun wird oder zumindest nicht so schnell. Wenn man aber, das mit anderem Öl genau. kombiniert. Das Olivenöl alleine hat einen sehr geringen Rauchpunkt. Kann man das hier mitmachen oder mit so einem? Das kann man mit dem sauberen Messer machen. Wie viel Butter möchten haben? Einfach mal so ein Scheibchen. 50 Gramm vielleicht oder? Das sind 250, dann sind das 125? 25 Gramm. Darf 25, so viel. Ja, genau. Und das noch mit da rein und dann wird das richtig schön. Ja? Ich werde die Handschuhe wieder ausziehen. Gut, das schmeckt dann schön, oder? Das schmeckt sehr schön. Gut, so, was machen wir mit dem Fleisch denn? Er wollte das ja geschnitten, das wird im Ganzen gegrillt. So wie es ist. Genau, ich halte es gerade noch hier die rechte Seite nochmal vor. Richtig. Und was machen wir mit dem Kebab da oben drauf? Doch, den kannst du noch lüffeln, wenn du willst. Wäre ja eigentlich zu schade, um es da jetzt so verkochen zu lassen auch. Aber wir brauchen dafür ein Handtuch oder sowas. Hier. Ich verbrenne mir ja grundsätzlich die Finger bei sowas. Ich stelle es doch da eben beiseite. Ja. Wo ist denn mein Keller? Carlos findet das Format Frag Teppe auf dem Instagram-Kanal vom Niedersächsischen Jäger spitze. Danke, Carlos. Danke, Carlos. Wir würden uns übrigens auch super über ein Abo hier auf YouTube und natürlich über einen Follower auf Instagram freuen. Genau, das sollte ich übrigens, verdammt, jetzt werde ich gekündigt. Mein Chef wollte das, dass ich das gleich zu Anfang sage. Folgt uns, liked uns und schreibt uns in die Kommentare. Natürlich nur positive Geschichten. Mhm. Ansonsten bin ich meinen Job los. Ja, jetzt war's das. Es war schön mit euch. Wir können noch ein bisschen feiner. Ich hoffe, dass wir jetzt hacken. Feine Hacken trotzdem vielleicht, oder vielleicht auch wolfen, aber schön, man hat mir den Tipp gegeben, es nicht zu wolfen. Was, Wolfen? Soll ich jetzt schon mal die Steaks schneiden? Wir schneiden keine Steaks. Wir hauen das jetzt hier einfach voll drauf. Echt? Ja. Da kann ich ja noch ein Bier trinken. Oder auf die Sizzle so. Sollen wir die mal ausprobieren? So, noch frisch ist da. Ja. Wir haben ja bei diesem Grill auch so eine ganz heiße Zone. Die liegt hier westlich, also die Westzone quasi, nämlich die Sizzle Zone. Und die geht... Genau, den brauchen wir. Soll ich mal frische Teller holen? Schon an. Nee. Jo. Was ist die Infrarot? Die wird 800 Grad warm. Das war schon mal lecker. Kennt man das nicht eigentlich jetzt von den Oberhitzegrills normalerweise? Ja, diese... Da gibt es ja so ein paar. Es gibt ja so ein paar Oberhitzegrills und die sind genauso wie diese hier. Die Technik ist die gleiche, nur dass es hier nicht von oben kommt, sondern von unten. Okay. Kannte ich so noch nicht. Nee? Das kann ruhig richtig heiß werden. Ja, wird auch richtig heiß. Das glüht gleich. Weil wir wollen das Fleisch eigentlich nur Farbe nehmen lassen und dann ist im Prinzip hier oben im Grill fertig ziehen lassen und zwischendurch mal die Temperatur messen. Haben wir eigentlich schon auf Harald Junke getrunken? Nee, haben wir noch gar nicht eigentlich. Mit links? Selbstverständlich. Prost. Prost. Also diese einfachen Sachen kann man theoretisch eigentlich auch alles im Revier machen, ne? Wenn nicht gerade Waldbrandgefahr ist. Das heißt, es empfiehlt sich also auch hier so einen Dutch Oven zu haben. Den braucht man ja nicht als Ganzes zu benutzen, sondern man kann eben auch nur einen Teil davon als... Ja, man kann den Deckel als vollwertige Pfanne verwenden. Ja. Patrick, ich habe eine Frage an dich. Bitte. Hast du Empfehlungen zur Verwendung von Innereien des Wildes beim Grillen? Kann ich mal die Zange... Im Süden isst man zum Beispiel gerne Leberspieße. Ja, auf jeden Fall. Gerade auch vom Wildgeflügel, beispielsweise Gänse, kann man die Lebern und die Herzen wunderbar immer abwechseln auf den kleinen Spieß spießen. Das ist auch eine südländische Spezialität. Mhm. Und ansonsten, die Leber tatsächlich auch kann man in der Pfanne auch auf dem Grill klassisch braten. Die Nieren ebenso. Also da gibt es ja auch diverse Kochbücher, auch moderne Kochbücher, die
oder rezente Kochbücher, die sehr auf dieses Thema einspielen und einfach mal versuchen. Soll ich die jetzt schon schneiden? Du brauchst nichts schneiden. Ich schneide aber so gerne. Du kannst sie jetzt auf diesen Grill schmeißen. Naja, es passt ja auch so ein bisschen zu dem, was wir immer propagieren, Nose-to-Tail-Nutzung. Also wenn wir Wild erlegen, dann wollen wir es auch ganz erlegen und wollen nicht Leber, Nieren, Lecker und so weiter einfach wegwerfen. Den Lecker kann man ja wunderbar fürs Zungenragout machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, Bernd. Ja, doch, ein oder zweimal. Du bist auch ein großer Freund von Eiern. Ja, er sagt immer, er isst nicht das, was andere schon im Mund gehabt haben. Genau, ich esse lieber ein Ei. Deshalb isst er lieber ein Ei. Aber ja. Ich finde, Zungenragout so ist wirklich bei meinen Leibspeisen ganz, ganz oben. Okay. Insbesondere, wenn meine Schwiegermutter das macht. Herzlichen Grüße nochmal übrigens. Ja, und was machen wir jetzt mit Leber, Nieren, was gibt's noch, Pansen? Das war früher schön. Saure Kutteln. Da hatten wir zu meiner Zeit, damals im Ferienlager, nee, als Forstwirt, wenn einer einen Hirsch geschossen hat, gab es auf der Jagdhütte, wenn der Hirsch geborgen war, frisches Herz-Leber-Ragout. Ist ja herrlich. Ja, wirklich. Auf dem Kachelofen, in der Jagdhütte, frisch zubereitet, brauchst du auch nicht viel zu. Und das ist auch immer großartig gewesen. Ich weiß nicht, ob es so gut geschmeckt hat, weil das Erlebnis so toll war. Aber also ich habe ja nie selber erlebt. In Westfalen nennt man das ja Töttchen. Töttchen? Töttchen. Warum? Ja, das ist eigentlich so eine Ragout aus Innereien. Da gehört eigentlich auch nochmal Lunge dazu. Genau, Lunge kann man auch reinmachen, ja. Und aber heute ist es tatsächlich eher, ich sag mal... Herz und Leber? Ja, nee, tatsächlich Herz vielleicht noch, aber hauptsächlich irgendein Stück vom Rind zum Schmoren. Also in den Wirtshäusern in Münster gibt es immer noch Töttchen, meistens aber ohne Innereien. Zum Pinkusbier. Zum Pinkusbier zum Beispiel. Dazu muss man sagen, dass der Patrick natürlich nicht mit leeren Händen gekommen ist, sondern er hat uns ja aus seiner Heimat auch gleich ein Geschenk mitgebracht. Unter anderem eben auch dieses Bier, aber genau. Auch noch eine selbstgemachte Fleischwurst. Korrekt. Darauf freuen wir uns dann die nächsten Tage beim Katerfrühstück. Genau. Genau, auch aus 100% Wild im Übrigen. 100% Wild. Was nimmst du da? Ja. Und Wasser Respekt. Natürlich. Also Fleischwurst ist ja wie Bratwurst, da wird ja Wasser hauptsächlich schnittfest gemacht. Ne? Ja, das hört man natürlich nicht so gerne als Fleischer, aber ich bin ja keiner, aber mein Freund Christoph, der wird mir dann noch die Leviten lesen, wenn ich das so einfach dem so zustimme. Tatsächlich brauchen wir das Eis, das Crush-Eis beim Kuttervorgang, damit die Masse sich nicht so sehr erwärmt und dann schon das Eiweiß vorher abbindet. Ja? Sonst hätte man so eine bröselige Geschichte, wie wir jetzt hier mit dem Spieß zum Beispiel. Gleiches Problem, obwohl wir gar kein Eis benutzt haben. Ja. Das muss erst mal einer schaffen. Ja. Ja. Aber und welches Wild nehmt ihr dafür, für solche Fleischwurst? Meistens Rotwild und Schwarzwild gemischt. Wir haben tatsächlich darauf verzichtet, ich sag mal, tierartspezifische Spezialitäten zu machen. Wir hatten schon mal eine Bratwurst vom Reh oder was. Ne? Das ist dann aber... Ja, wir brauchen ein relativ gleichbleibendes Produkt bei Meister Lampe & Co. Und das kriegen wir hin, dadurch, dass unser Kuttermeister in der Lage ist, sehr, sehr vernünftige Chargen zu bilden. Und der stellt sich das selbst zusammen. Der kriegt von uns die Chargennummern gesagt, von dem Fleisch, das verarbeitet werden soll. Und da stellt er sich so zusammen, wie er den Fettanteil braucht. Er lagert sich gerne auch mal die feisten Schweine oder die Bäuche nochmal extra ein. Ja. Auch den Rückenspeck zum Teil. Und er verarbeitet es so, wie er es braucht. Aber es wird alles verarbeitet, es ist nichts weggeworfen. Nee. Ja. Das ist doch wichtig. Wir machen auch aus den Knochen Fond und kochen den einen in Gläser und verkaufen den auch. Also jetzt hast du links, glaube ich, deine Hitze schon erreicht. Wenn du deine Hand darauf legst, ist sie gleich klar. Und du hast ein wunderschönes Muster drauf. Soll ich nicht schon mal mit dem Nachtisch anfangen, so langsam? Oder mit dem Schneiden vielleicht? Von dem oder soll ich das Fleisch schon mal schneiden? Nee, wir können das mal eben auf den Grill legen, das Fleisch. Ja. Ja. Manchen antrecken. Oder ich mach das so. Nee, mach das mit der Zange einfach. Oder mit deiner Pinzette. Ich hatte gehofft, dass keiner eine Pinzette hier anschleppt zum Grillen. Warum? Ja, weiß nicht. Das ist zu Michelin. Also damit arbeite ich sehr gerne. Ja, du bist ja auch... Vor allem, damit arbeite ich sehr gerne. Handwerklich arbeiten. Bei dir kommt es ja auch im Job auf Details an. Ja. Soll hier das kleine Auge, ne? Ja, das ne? kleine und, falsche Filet oder Semmerrolle. Das kann auch mit drauf, klar. Ja. Wir haben ja ein paar hungrige Mäuler zu stopfen hier. Schaut euch das mal an, wir kriegen schon richtig Farbe hier bei den Patatten. Aber die sind auch nicht vorgekocht, ne? Nö, einfach so. Dabei ist ja auch wichtig zu sagen, das ist festkochende... Festkochende Nicola ist das. Die festkochende Nicola, na klar.
Die schmecken mir immer noch sehr gut. Perfekt. Ja? Hervorragend, ja. Wirklich sehr lecker. Ja, wir werden es nochmal wiederholen. Und dann wollen wir hier kein Fett runter machen? Oder nein, alles gut. Das braucht nur ein bisschen Farbe. Das darf auch an den Enden schon mal so ein bisschen dunkel werden. Fast schwarz, nicht verbrannt. Ja. Aber schwarz ist nicht schlimm. Die Zeiten sind vorbei. Heute weiß man, dass das nur Röstaromen, wie Herr Biolek immer also gerne nicht, sagt. Also nicht krebserregend? Nein, also dem ungewürzten Fleisch sowieso schon mal nicht. Das kann man ruhig schwarz essen. Ja, schwarzer Geschmack, ne? Also wenn du eine Mettwurst... In Emsland kennt ihr das ja mit schwarz, ne? Wegen Torf, meinst du? Wenn du dein... Also sehr katholisch da. Ach, das meinst du, ja, das auch. Wenn du dein Bacon tatsächlich, das gepökelte Ware, richtig anbrennen lässt, dann soll das angeblich nicht so gut sein, sagt man. Ne? Aber ja, mit den Pommes, so, dann soll man ja auch nicht mehr als 175 Grad oder sowas nehmen? Nee. Tatsächlich wäre 180 Grad Maximaltemperatur in der Fritteuse. Das tun wir auch. Und dann darf das Fett eben nicht zu alt sein. Das ist auch mal wichtig, ne? Dass man diese Grenzwerte für Nitrosamine nicht überschreitet. Und die hast du jetzt dort aber nicht für Nitrosamine irgendwelche gefährlichen Dinge? Nee, warum? Das hier ist doch, das ist frisches Fett, frisches Öl. Ja? Das ist ja, also die Temperatur ist sicherlich noch moderat. Aber ich finde, es macht ja schon Spaß, alleine zuzugucken, wie das gar wird. Ja, ne? Und man kann das auf sechs Seiten grillen. Eine gute Pommes will auf sechs Seiten. Das riecht ja hier wie im Steakhouse. Ist das wahr? Mhm. Also kannst du mal sehen, ne? Da ihr ja gerade so schön das Reh da grillt, was ist denn euer Lieblingsstück beim Reh zum Essen? Beim Reh? Ja. Tatsächlich, mein Lieblingsstück ist wirklich die Oberschale aus der Keule. Hm? Also dies hier? Genau. Das ist hier die Nuss. Ne? Genau. Oberschale, Unterschale, Zimmerrolle. Falsches Filet, genau. Falscher 50er. Also ich esse natürlich viel lieber Rehrücken. Ich grill das auch immer kurz an und gas dann langsam auf dem Grill und schneide es dann erst in Scheiben. So werden wir es auch versuchen. Und dann ist es innen noch schön saftig, zart rosa. Und jetzt so Steaks draus zu schneiden und die so weit klein zu machen, dass man sie dann von allen Seiten durchgart, schadet eigentlich nur dem Geschmack. So ist Aber das kann man dann kompensieren, indem man ordentlich Marinade vorher drauf haut. Ich bin ja mittlerweile auch der Meinung, dass auch ein mariniertes Steak kein falsches Steak ist, wenn man da Spaß dran hat. Wir machen die zum Beispiel auch in größerer Stückzahl für unsere Kunden fertig. Verschiedenste Geschmackrichtungen. Das ist einfach. Es geht relativ schnell dann, weil die relativ dünn sind. Aber so ist es eigentlich auch meine Lieblingsart und Weise. Ne? Am Stück grillen und dann langsam. Als ich noch ein festes Dach hatte. Hätte ich gern. Da habe ich auch gerne auf dem Schwenkgrill auf offener Flamme gegrillt. Und dann irgendwie so eine Hirschkalbskeule habe ich da mal gemacht. Also das war fantastisch. Guckt euch das mal an hier. Das ist auch mal ein Bild wert hier. Ja. Das ist mal ein Bild wert hier, ne? Ja, oder willst du mal gucken hier? Die werden wirklich goldgelb. Soll ich denn schon mal den Nachtisch vorbereiten oder dauert das? Da würde sich jeder Belgier freuen. Kannst du, wenn du willst? Ja. Haben wir denn überhaupt noch so viel Zeit? Ja, also ich könnte das ja schon vorbereiten. Vorbereiten kannst du es. Dann kannst du schon mal. Wir haben das Mehl schon abgemessen. Ja. Das da sind etwa 5 Tassen. Ja. Mit Tassen kennst du dich ja aus. Es gibt, genau. Und jetzt haben wir natürlich leider die Teigschüssel schon dann benutzt. Dann mache ich die nochmal sauber. Auf jeden Fall gibt es ja zum Nachtisch Pfannkuchen vom Grill. Apfelpfannkuchen vom Grill. Pannekauken heißt es bei euch, Pannekauken, oder? Pannekauken oder Panne? Pannekauken. Wie schön geht das? Pannekauken? Ich weiß nicht. Wie wusste ich mal Pannekauken? Und ja genau, jetzt muss man das eben langsam. Kannst hier du auch da oben machen, um Energie zu sparen? Ich schalte das jetzt lieber aus. Kannst du ruhig hier drüber machen. Ja, meinst du? Ja, ja. Ist das wahr? Ja, dann kennst du dich mit deinem Grill natürlich besser aus. Ja. Dann legen wir die schön hier oben rein. Und wir können noch den Rückbrenner anmachen, um noch mehr Hitze zu haben, wenn du das möchtest. Ich würde es tendenziell lieber nicht tun, damit wir wirklich nicht über die 65 Grad kommen. Gut, aber zumachen könnten wir sonst. Ja, Moment, lass mich noch einmal hier. Letzten Endes geht es ja hier auch um Energiesparen. Ne? Ich glaube, beim Wildbretterwerb, ne? Wenn man alles richtig macht, spart man netto schon so viel Energie, dass man den Grill auch mal einen Moment auflassen kann. Aber jetzt kannst du schließen. Du meinst bei der Verarbeitung von Wildbret, hier ist es ja so, das ist ein Stück Rehwild, das dem, wenn man jetzt aus Förstersicht das sieht, vielleicht sogar dem Wald noch mal ein bisschen geschadet hätte. Die und damit den Klima, die CO2-Senke mitgenommen hätte, reduziert hätte. Möglicherweise auch das, ja. Und aber grundsätzlich die ganzen musste, Wege, ne? Hierfür musste kein LKW das Stück von A nach B transportieren. Genau, kurze Wege. Dieses Stück Rehwild
hat sicherlich kein Zusatzfutter genossen, auch kein Futterzusatz. Nein, ein reiner Konzentratselektierer. Nur genau. Die feinsten Terminaltriebe. Was sagst du dazu, Bernd, als Förster? Ja, ist natürlich nicht immer gut, aber auch nicht der Untergang des deutschen Waldes. Aber Reh kann man schon mit gutem Gewissen essen? Reh kann man essen. Gut essen, ja. Auch als Förster oder gerade? Auch im Besonderen. So, ich mache die Eier jetzt hier rein. Richtig, ne? Die schlägst du eine da rein. Eine Frage vom Chef, von unserem Herrn Eisele. Ja? Er möchte wissen, während der Blattzeit den Bock lieber in der Wurst verarbeiten oder hat die Liebe keinen Einfluss auf den Geschmack? Also bei uns geht der Liebe erstmal durch den Magen, das ist klar. Aber wir haben ja nun auch schon mehrere Böcke in der Blattzeit geschossen und ich kann selber keinen Unterschied feststellen, dass man wie beim rauschigen Keiler jetzt beim Rehbock sagen müsste, das Stück muss verworfen oder in die Wurst gemacht werden, weil es einfach zu sehr nach Blattzeit schmeckt. Also beim Rehbock hat man diese Probleme überhaupt nicht. Beim Rothirsch riecht man es ja viel, viel deutlicher. Und bei der Sau schmeckt man es ja insbesondere auch. Aber beim Rehwild, lieber Philipp, da kannst du auch während der Blattzeit erlegte Stücke getrost auf den Grill tun und musst sie nicht in die Wurst machen. Also wir machen das so, dass wir die Stücke, die man grillen kann, eben auf den Grill tun oder die man eben auch im Backofen machen kann, im Backofen macht und alles, was wir an Abschnitten haben, das sammeln wir und machen daraus dann eine super Bratwurst. Das ist auch Eierkuchen, ne? M.H. möchte von euch wissen, wie die Hundeprüfungen gelaufen sind. Asteran. Ja, tatsächlich, habe ich ja vorhin schon kurz durchklingeln lassen. Tatsächlich haben wir, nein, Christian war noch auf einer zweiten Zuchtprüfung. Ich war auf einer Zuchtprüfung und genau, einer Anlagenprüfung. Erster Preis und vorzüglich. Ne? Genau. Nee, sehr gut. Vorzüglich gibt es bei der ersten Anlageprüfung ja noch nicht. Ach ja, stimmt, richtig. Sonst hätten wir das vielleicht auch noch geschafft. Aber ich muss sagen, ich fühle mich da sehr wohl mit meinem Deutsch-Kurzhaar. Ist eine super Community. Auch bei den Deutsch-Kurzhaar-Führerinnen und Führern. Es ist wirklich eine ganz tolle Truppe, das macht mir richtig Spaß. Hätte ich nicht gedacht, dass Hundearbeit auch für die Menschen so viel Spaß machen kann, weil man eben mit so vielen netten Menschen zusammen ist. Ja, du kannst mir noch mal einen Löffel Honig rein. Ja, aber sehr gerne. Drapieren. Den hatte Christian abgelegt. Wir kochen ja lieber hier mit Honig als mit raffiniertem Zucker, beziehungsweise das wäre jetzt Rohrzucker, aber auch der hat eine... Wir können da ein bisschen reingießen, oder? Uli fragt, was ist das für ein Bier, was ihr trinkt? Das ist ein hiesiges Bier. Das ist Handcraft, also Craft-Bier, selbstgemachtes Bier hier aus Uelzen von jungen Burschen, die sich damit selbstständig gemacht haben. Schmeckt richtig gut, ist nicht so alkoholhaltig. Ja. Aber geschmacklich top. Den heben wir jetzt auch noch. Und wir wollen ja was Hausgemachtes haben. Wir haben hier überall aus der Nachbarschaft die Zutaten gekauft von kleinen Betrieben. Das ist das, was wir fördern wollen. Direktvermarktung, so wie wir Jägerinnen und Jäger das ja eigentlich auch wollen. Ganz genau. Darum geht es, ne? Soll ich hier irgendwie das Fleisch schon mal kannst schneiden? Kannst schon mal gucken. Du kannst auch vielleicht mal die Temperatur messen, wenn du willst. Das hat jetzt 400 Grad. Fahrenheit. Die Innentemperatur. Ich drehe es hier nochmal um. Meine Hosentasche hat 23 Grad. Das geht noch. Ja. Oh, ich sau mich hier ein, Leute. Da muss noch ein bisschen. 60 brauchen wir, ne? Jo. Ich mach mal den Rückbrenner an. Ja, hat 40. Wir haben übrigens Zuschauer aus ganz Deutschland, der Schweiz. Und Matthias schreibt Moin aus Salzburg. Moin. Moin. Dafür wollen wir uns natürlich bedanken, dass wir so viele Follower haben, beziehungsweise so eine eifrige Community und haben richtig Spaß mit euch. Ja, das ist wirklich toll. Das ist im gesamten deutschsprachigen Raum. Geguckt. Im Dachgebiet quasi, kann man sagen. Ja, hätte ich mir nicht träumen lassen. Großartig, ja. Und deswegen auch immer wieder der Appell, wenn euch irgendwas nicht an uns gefällt oder wenn ihr mal Bock auf was ganz anderes habt, lasst uns das wissen in den Kommentaren. Wenn mal einer ernsthaft kochen kann, der kann auch gerne kommen. Spinner. Oh, danke, Christian. Gut, wir lernen natürlich lieber vom Semi-Profi, da können wir es lernen, als von einem Vollprofi, wo wir dann nur noch staunen, statt zu lernen. Ja. Also es ist doch auch gerade... dass es nicht immer perfekt sein muss, was es so perfekt macht, oder? Ja. Und das wird auch, wenn man in der Yachthütte oder im Revier grillt, das wird auch nicht perfekt. Wisst ihr, was wir mal gegessen haben in Nordschweden? Haben wir mal einen Auerhahn gebacken. Ja.
Ernsthaft? Und da habe ich gedacht, ach, wärst du jetzt hier beim örtlichen Grillstopp und könntest dir so ein halbes Hähnchen reinziehen. So lecker war der? So lecker war der Auerhahn. So lecker war der. So, was soll ich da jetzt reinmachen? Wir brauchen noch einen Apfel. Ja. Wo hast du den? Haben wir gar nicht. Wir haben keinen Apfel. Der gibt es halt nur mit Haselnusskrokant. Das ist ja nicht schlimm. Oh Mann, Hammer. Dann bauen wir hier so eine kleine... Attila haben wir noch. Wir haben übrigens, ich habe ja gerade gesagt, dass wir Zuschauer aus Deutschland und der Schweiz haben. Wir haben auch tatsächlich einen dabei, der ist aus Spanien dabei. Der liebe Carlos, viele Grüße von uns. Ich hoffe, es macht dir Spaß. Grüße nach Spanien. Das ist wieder Jagdhütte-Methodik. Das sind die Haselnüsse, die ein bisschen gehackt. Ach, ich dachte, du wolltest ein bisschen Musik machen. Auch das, ja. So, jetzt habe ich dir schon ein Frankfurter Brett zerstört. Und jetzt haben wir die Haselnüsse ein bisschen gehackt. Die kommen dann hier in unsere Tasse. Ich hätte sie auch sonst gehackt hier mit dem Hackemesser. Ja, es ist, darf ja auch nicht alles, darf nicht zu fein und zu ordentlich sein. Ne? Das ist ja auch nicht, okay, muss ja ein bisschen Jagdhüttenfeeling sein. Und das kommt hier direkt rein. Guck mal, die hast du gar nicht gekriegt hier. Die kannst du essen. Die schenke ich dir. Mm. Also vielleicht machen wir den Nachtisch das nächste Mal. Oder einfach gleich ohne das Publikum. Ja, genau. Nee, da essen wir erstmal eine schöne Wildschweinbratwurst. Lecker. Ja. Tatsächlich finde ich das ja total spannend. Jetzt esse ich schon wieder mit vollem Mund, wie unanständig. Also das hier so ein Live machen, es ist natürlich Wahnsinn, wie viele Kameras hier unterwegs sind. Aber da hinten sitzen auch noch zwei wunderbare Menschen, die mit der Regie beschäftigt sind. Also es ist unglaublich, was das für ein Aufwand ist. Ich bin immer noch fasziniert, wie viele an so einem Projekt eigentlich teilnehmen, um es erfolgreich zu machen. Und wir sind ja auch schon vier. Und wir sind auch schon vier. Wie wenige es schaffen, ist... ja. Wie wenige dafür nötig sind, es zu schaffen. Ich habe gerade den Kommentar reinbekommen, Patrick, dass es eine sehr interessante Taktik ist, das zu hacken, beziehungsweise das die, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hast du die da Haselnüsse gemacht, zu quetschen. Ja gut, man kann ja auch sagen, gemörsert. Oder. Also Bene wollte ja keinen Hammer holen, sonst hätte ich gesagt, mit einem guten alten Mottek geht das auch immer gut. Okay. Ich habe das hier gerade in dieses Tuch eingewickelt und... Ja. Mit dem Flaschenboden. Ich wollte nicht die Flasche von Mengers nehmen. Ja. Nicht, dass da noch was Unglück passiert. Man muss sich nur zu helfen wissen, sage ich immer. Ne? Absolut. So, ich glaube, wir können jetzt was essen. Ne? Ist das ja, soweit? Willst du noch mal temperieren? Da steckt das Thermometer schon drin. Meinst du nicht, dass hier rühre ich noch ein bisschen? Was sagst du? Ich bin jetzt bei 67 ja? Grad, 69, dann 71. Dann essen wir es jetzt. Ist gut, ne? Schneiden es mal auf. Oder? Was sagt das hier? Das will ich aufschneiden. Das ist ja fantastisch. Die Unterschale? Ja, eigentlich auch. Ich glaube, ja. Warte. Die ist noch nicht. Hoppala, Entschuldigung. Die Nuss ist gut. Nee, die Oberschale. Was ist das? Die Unterschale. Das ist die Oberschale. Ich glaube, das Thermometer war zu tief drin. Also, es fühlt sich noch nicht gut an. Also, ich brauche kein Thermometer. Ich sehe immer, wenn hier oben der Fleischsaft austritt, dann ist es gut. Und hier oben ist schon ein bisschen was drauf, bei den anderen Stücken noch nicht. Ich sag, das muss noch. Also, mein Vorschlag wäre, wir probieren das einfach mal. Komm. Hilft ja nichts. Dann kannst du auch noch mal deinen Salz. Jetzt aber an den Studiosus. Probieren geht über Studieren. Korrekt, ja. Das. Wollen wir das auch noch mal vorher würzen? Nee, gleich, wenn du es aufgeschnitten hast. Nee, muss noch. Sag ich doch. Aber guck mal. Ja, gut, ist auf einem guten Weg. Wollen wir das probieren, ne? Das Endstück kann man immer essen. Ja. Sag ich. Habt ihr schon mal probiert? Wollen wir da wieder ein bisschen Salz drüber machen? Hier. Ich hau mir das jetzt so rein hier. So? Komm, bitte. Einmal rein. Warte mal, muss ich wieder hoch machen? Es brennt. Das ja. Heiß. Echt? Also ich habe mir extra auch meinen Unterarm vorher abgewaschen. Und rasiert. Das musst du nur. Das schmeckt aber gut. So, guck dir das an. Und direkt getroffen. Großartig. Was muss denn jetzt hier noch mit dem Nachtisch passieren? Vielleicht machen wir den erst. Die Nüsse sind gehackt. Mhm. Ich hole jetzt noch eben eine Pfanne. Okay. Ja, Pomme de terre. Ja. Hab ich. Pomme de terre ist die... Der normale aus dem alten Land. Ist die Kartoffel. Ein Apfel wäre gut. Ach ja, Pomme. Nur Pomme. Pomme de terre ist Kartoffel, die haben wir hier.
Soll ich welche holen? Ja, das wäre großartig. Einen bräuchten wir. Bitte? Alles gut, hundertprozentig. Wir könnten gleich. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich finde das wirklich interessant, wie du die Kartoffeln machst. Wieso? Die sehen ja wirklich toll aus. Ja, was will man denn mehr? Ja, da kommt gleich noch ein bisschen Salz drauf und dann ist das gut. Ja, Senf. Ich mag ja gerne Pommes mit Senf. Ernsthaft? Ernsthaft, ja. Und dann am liebsten die dicken belgischen Pommes mit Senf. Wenn das mal keine dicken belgischen Pommes sind, dann weiß ich auch nicht. Top. Finde ich großartig. Pompe und Neuf, sagt der Franzose. Ja, warum sagt er das? Keine Ahnung, weil das so aussieht wie Steine, mit denen man eine Brücke bauen kann. Ah, vielleicht. Okay. Ah, gute jetzt Frage. Frage an die Zuschauer zu Hause. Warum heißt das ja Pompe und Neuf? Schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Ich werde noch zum Influencer hier. Ja, zum, du machst das richtig gut. Social richtig Media. Gut. Master. So, ich übrigens gibt es eine Frage. Woher ist das Hasenbrett? Das Hasenbrett kommt tatsächlich von Franconia. Ja, kann man da kaufen. Und nicht nur den Hasen, sondern natürlich auch einen Hirschen. Ja? Stimmt. Ja. Ja. Sonst sagst du doch mal Hirsch. Ja, ich wollte das jetzt einmal so sagen wie du, um schlau zu klingen. Hirsch. Ja, genau. Es gibt auch welche, die sagen Hirsch. Hey, das ist richtig. Und bei euch sagt man Hirsch. Hirsch. Und ich genau sage Hirsch. Matthias findet übrigens, dass Teppe und Schwäne ob Jagd besser als öffentlich-rechtliches Fernsehen ist. Jo. Ui, danke. Kommt jetzt natürlich auf das Format des Öffentlich-Rechtlichen an. Es gibt da, glaube ich, schon sehr, sehr gute Formate, die wir weder kopieren noch wo wir rankommen. Aber es hört sich gut an, geht runter wie Öl. Apropos Öl, das haben wir natürlich auch hier in der Pfanne. Ja. Und das. Ja, ich hab Schmacht. Patatas Fritas hier werden richtig gut. Wir müssen aufpassen, dass sie nicht zu heiß werden. Ich werde hier mal runterdrehen. Und die Äpfel sind aus dem alten Land, sagst du? Ja, die habe ich neulich erst von einem Ortstermin bei einem Mandanten mitgebracht. Sehr schön. Also mehr regional geht ja dann nicht, ne? Nee. Und der Zimt kommt auch wahrscheinlich hier aus dem Eck. Bitte? Der Zimt. Zimt ist ja auch ein Aphrodisiakum. Ist also richtig. Falls du mich nicht mehr magst, würde ich bitten, noch mal ein bisschen Zimt zu essen. Vielleicht klappt es dann auch wieder. Soll ich den Apfel schon mal schneiden? Würfeln, bitte. Dann brauche ich jetzt aber ein neues Brett. Nee, also wisst ihr, wie ich das immer mache? Mach du doch mal. Darf ich mal das Messer kurz haben? Ich schneide die ja immer so einfach runter, dass ich das Gehäuse einfach in der Mitte lasse. Geht auch, korrekt. So, guck mal, ist ein bisschen mehr dran. Butter, Burr. Ja. Ich habe noch mal eine Hundefrage an euch. Ja. Michael Stolze fragt, was ratet ihr am Erstlingsführer bei der Zwingerauswahl, wo ein Welpe erworben werden soll? Also ich empfehle, darf ich das sagen? Bitte. So habe ich das gemacht. Ich hatte ja überhaupt keine Ahnung von Hunden. Jedenfalls auch nicht von Hundezüchtern. Ich habe mich an den JGHV gewendet und habe dort gefragt, wo kann ich mich am besten mal an einen Züchter wenden und habe dann dort einen empfohlen bekommen. Man kann es natürlich auch an die örtlichen Zuchtvereine machen, sich dahin wenden, dort fragen. Beispielsweise beim Hubertus-Verein Hannover, dort Kurzer, wo ich auch Mitglied bin. Oder eben, wenn man dort Strata haben will, gibt es da auch entsprechende Vereine. Die wissen am allerbesten, wo gerade wieder Welpen sind oder wo demnächst welche kommen. Und die kennen natürlich auch diejenigen, die so ein bisschen Scharlatanerie betreiben und empfehlen die natürlich nicht. Also das sind dann keine Hunde aus irgendwelcher osteuropäischen Massenzucht oder aus irgendwelchen Tierheimen oder sowas, sondern durchaus, und wir sehen das hier jetzt bei unseren Hunden, dass es schon auf die Anlagen ankommt. Dass es schon wichtig ist für einen erfolgreichen Jagdhund, dass die Eltern eben auch gezeigt haben, dass sie jagdlich brauchbar sind und was drauf haben. Und insofern werden die Verbände, die Vereine vor Ort dafür die richtigen Ansprechpartner erster Wahl. Wir im Revier fragt, ob es als nächstes Krähenburger gibt. Kann er sehr empfehlen. Krähenburger? Ja. Also da streiten Christian und ich uns auch regelmäßig drüber. Ja. Ich bin der Meinung, dass die Verwertung von den Tieren nicht als grundsätzliche Begründung für die Jagd, für die weitgerechte Jagd gelten muss.
Ich finde es in Ordnung, dass man alles verwertet. Wenn man das möchte, kann man das auch tun. Aber es gibt eben auch noch andere Gründe, warum wir die Jagd und die Hege betreiben müssen. Und dass es eben nicht nur der Fleischerwerb ist. Ja? Wir schießen auch Füchse. Dachse kann man dann gut. Dachsschinken schmeckt tatsächlich sogar. Nutria gibt es auch Fans, die das gerne essen. Krähen essen auch welche. Neulich habe ich ein Rezept für einen Waschbären gesehen. Ich halte davon persönlich nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie gesagt, wenn man es nachhaltig verwerten möchte, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber für mich ist es eben nicht ein Grundsatz, dass ich das Tier auch tatsächlich verwerten muss, um es erlegen zu dürfen. Das ist eben Quatsch. Das hat nämlich noch vielerlei Gründe, warum wir die Jagd ausüben und eben ab und an den Finger krumm machen müssen. Oh. Grüße an dich, Bene, von deiner Pommes mit Senf-Freundin Lisa. Och, herzlichen Dank. Viele Grüße, liebe Lisa. Großartig. Und Teppel soll nicht so viel naschen. Das bin doch ich, mein der Carlos. Nascht. Er soll lieber Manja, Franzi und mir was abgeben. Ja. Du könntest ja das erste saftige Stück Reh bekommen. Ja. Das ist wirklich saftig. Die Fritten müssen ich sehe schon. Dazu. Ja. Die sind auch saftig. Also darf ich da mal ein Stück von nehmen hier? Ja, das ist verständlich. Mach das mal schön. So parallel? So, ja. Oder lieber so? Nee, jetzt ist schon zu spät. Der Teller sieht schon aus wie Kraut und Rüben. Aber das machen wir. Kraut und Rüben ist ja übrigens auch eine Zeitschrift aus dem Familienverbund des Deutschen Landwirtschaftsverlages. Sagt Lea ist von Franconia Hannover, dass es das Hasenbrett aktuell nicht online gibt, aber in der Filiale in Hannover erhältlich ist. Mit Lea haben wir ja geshoppt. Genau, mit Lea haben wir geshoppt. Die sieht ihr hier, auf unserem Instagram-Feed. Hey. Und dann machst du jetzt dort könnt ihr vorbeikommen drauf. Vielen Dank. Und das Hasenbrett erwerben. Super, enorm. Senf musst du Bene fragen, ob der Senf hat. Möchtest du ein bisschen Salz? Ich habe Salz drauf. Soll ich schon mal einfach probieren? Ja, aber unbedingt. Sieht sehr gut aus. Schmeckt auch sehr gut. Ja, das ist sehr schön. Schmeckt nicht, Patrick, sagt Leonie. Nee, gar nicht. Giftig. Habt ihr denn dazu jetzt auch noch ein bisschen Tzatziki über? Oder? Ja klar, hau rein. Kann man dazu essen, oder? Möchtest du auch ein bisschen Tzatziki dazu? Ja. Selbstgemacht übrigens. Ach echt? Butter. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Zack, mal her. Wir rösten das so ein bisschen an hier. Ja. Dann schütten wir da gleich unsere Apfelteigmischung drauf. Ah, okay. Und haben dann eine Pfanne kaufen. Immer so schön. Gleich. Super. Leckere Pfanne kaufen. Ja. Und? Schmeckt der Gute? Das sieht doch toll aus. Und du möchtest nichts essen? Ich muss da erstmal was trinken. Okay, dann lassen wir die beiden erstmal essen und wir trinken noch einen Schluck. Schmeckt es dir dann auch, lieber Christian? Ja? Très bien. Was darf ich dir zu trinken reichen? Ein bisschen Fell, bitte. Salz? Mhm. Dazu wird ja auch ein Rotwein passen. Möchtest du einen Schluck Rotwein dazu? Du gerne. Ja? Aber ich glaube, so ein Schwarzriesling würde dazu auch gehen, oder? Ja? Ja. Merlot, aber ein Schwarzriesling glaube ich noch besser. Bringst du mal die Weingläser mit, die sind über dem Rückbuffet. Top. Das ist ja jetzt so gut wie alles fertig, wenn wir den Pfannkuchen jetzt noch machen, ne? Ja, korrekt. Bitte sehr. Möchtest du auch mal ein richtiges Weinglas? Ja. Nee, danke, hab noch. Wie sind die Patatten? Sehr gut. Sehr heiß. Ja. Heiß vor allem, ja. Sehr heiß, aber sie sind vor allem durch, das ist wichtig. Deswegen habe ich die noch mal verhalbiert auch. Wenn man Zeit hat, dann kann man sie auch ganz lassen. Also richtige Dominosteine daraus bauen. Soll ich das da mal reinkippen? Ja, mal ganz ruhig. Okay. Mal ruhig mit den jungen Pferden. Man kann ja hier schon mal so ein Stück probieren. Schon mal naschen. Ne? Das sieht gut aus. Also das hat der Christian ganz hervorragend gerettet. Habe ich geschossen? Ja. Gut geschossen und gut gerettet. Das Mahl heute. Sehr hervorragend gegrillt. Ja. Danke. Wieder ein Kommentar. Im Live ist es wie in jeder Folge. Teppe sagt und Bene macht. Ja. Was? Ich habe dich gerade wirklich am Grill gesehen. Ja.
Das war beeindruckend. Ich kann auch machen. Ja. Wenn ich soll. So, wollen wir mal gucken, was? Oh ja, da bin ich jetzt gespannt. Das würde ich auch gerne sehen. Ob das wohl heiß genug ist? Was macht ihr noch eben im Fett rein? Dem Hahn muss im Fett noch ein bisschen rein. Gute Butter? Ist schon drin, mit den Haseln, mit den gehackten Haselnüssen. Sozusagen, die Haselnüsse lasse ich ein bisschen rösten. Oh. Und wird das jetzt so ein Crumble oder so ein... Das wird einfach ein Pfannkuchen. Richtiger Pfannkuchen? Ja, genau. Und wendest du den dann auch, oder? Wir versuchen ihn auch zu wenden. Kann nichts versprechen. Aber es ist eigentlich genug Fett drin, dass das... Das Schöne ist ja, wenn man es draußen macht, ne? Dann geht er beim Wenden nicht an die Decke. Ja, richtig. Nur auf dem Sonnenschirm. Von unten. Und ich finde auch vor allem sehr gut, dass ihr die Äpfel nicht zu fein mit zu viel... Liebe? Nicht das kannst du nicht behaupten. Nicht mit zu viel Liebe. Doch, mit viel Liebe haben wir die. So. Und wie das da brodelt in den... Im Randbereich. Und da ist jetzt Butter drin oder Olivenöl? Butter. Gute Butter. Gute Butter, ein Wort. Gute Butter. So. Entschuldigt mich bitte, ich muss das eben noch weiter essen. Es ist einfach so köstlich. Mhm. Es gibt noch mehr, Freunde. Kingstone Production lernt für die Prüfung nächste Woche und schaut euch zu. Das ist schön. Wir wünschen ganz viel Erfolg für die Prüfung. Man muss überhaupt keine Angst davor haben, wenn man vernünftig gelernt hat. Nein, Quatsch. Das ist alles... es ist natürlich Stoff, den man da parat haben muss, aber Prüfer sind auch nur Menschen. Ich kann immer nur empfehlen, dass ihr nicht vorlaut seid. Devot ist auch das falsche Wort. Aber damit kennst du dich vielleicht besser aus. Mit Devot oder mit vorlaut? Beidem. Na, auf jeden Fall wünschen wir dir ganz, ganz viel Erfolg und wirst das schaffen. Und lass uns wissen, ob du es auch geschafft hast. Mhm. Und bei Thomas gibt es gerade Rehmedaillons. Oh, sehr fein. Das ist aber auch perfekt gegart. Medaillons, wie das macht er auch so, der. Ja, genau. Der aus Dubai. Dubai ist der. Der schmeißt die da irgendwie so. So. Hey, Christian, es tut mir leid, ne? Aber? Er kann das schon. Schwer. So ein bisschen. Ja, das hier, dein Move. Ja, ich hab's ja noch nicht geübt, weil das ist ja heute das erste Mal. Bei dir sah das aus, als wenn es schmerzhaft wäre. Oder war das besonders leidenschaftlich? Besonders leidenschaftlich. Manches mache ich so leidenschaftlich, dass es schmerzt. Soll ich hier irgendwas umdrehen? Nein. Soll ich die Finger davon lassen? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich würde gerne von diesen Slices noch mal so eins bei nehmen. Du auch? Leonie? Komm. Ein kleines, ja. Du sagst das sonst auch nicht nein, oder? Ja, wenn du mir gleich zwei drauf packst. Ja. Und so eine Kartoffel wäre auch noch super. So. Das sind wirklich top. Ja, super. Möchtest du lieber noch ein Bier trinken? Ich esse gleich. Nee, ich möchte hier Pfannkuchen erst. Ich drehe das heute mal um. Sonst bist du doch gar nicht so ein Süßer. Nee, aber heute habe ich da Bock drauf. Okay. Will ich mal einfach umdrehen? Wo ist er? Also man braucht ja wirklich nur eine Prise Salz, gar keinen Pfeffer oder irgendwie Gewürze. Ich wollte das mal so hochschmeißen. Wir wollen mal gucken, ob der sich irgendwie Björn will. Sagt, ja, könntet ihr nicht mal ein bisschen weniger Schickimicki machen und euch aufs Wesentliche konzentrieren? Fleisch und Wein zum Beispiel. Ja, also ich habe schon gedacht, dass es sehr rudimentär ist. Das haben wir natürlich im Vorfeld besprochen. Das sollen eben Gerichte sein, die man auch wirklich zu Hause im Revier machen kann. Auf offenem Feuer. Der Patrick hat vorhin erzählt, dass er auch diese Steaks, die wir hier kochen, auch direkt in die Glut schmeißt, ne? Ja klar, man braucht eigentlich gar keinen Grill oder kein Metall oder sonst was. Einfach auf die Glut. Ja, und das ist ja großartig. Und das sind eben einfache Gerichte, die eigentlich jeder kann, oder? Ich will dir jetzt nicht zu nahe treten. Doch. Also, ihr habt es gesehen. Jeder kann es, aber jeder kann es auch vergeigen natürlich. jeder hat die Chance, auch das Ganze einfach mal auszuprobieren. Und wie gesagt, man kann es ohne Grill, auf offenem Feuer, auf der Glut, dann vielleicht auf einem heißen Stein das Fleisch dann gar ziehen lassen. Ja. Auf einer Schieferplatte. Die gibt es ja auch ab und zu mal hier, sogar in der Natur. Kein Problem. In der Heide nicht so viel. Nee, aber wir haben nicht so viel Schiefer. Aber, im Harz dann. Im rheinischen Schiefergebirge, ja. Im Sauerland oder in den Ausläufern davon findet man die schon. Aber auch einfach irgendeinen flachen Stein. Ja. Den legt man mit ins Feuer und da kann man das Fleisch dann drauf ruhen. Das wird dann genauso wie hier. Super. Genau. Und wie ist das mit dem Apfelkuchen im Revier? Den kippe ich auch einfach in die Glut. Gut. Da hört es dann auf. Da hört es dann auf.
Sehr aber schön. Ich bin eigentlich recht angetan ich von bin dem. Das, ich bin beeindruckt nahezu. Und eins soll man ja auch nicht verkennen, also so eine Flasche Wein kann man auch im Revier aufmachen, ne? Wenn man das richtige Werkzeug hat. Und das gab es ja hier von Franconia auch, ne? Ja, tatsächlich. Hat sich schon einer eingesteckt. Was denn? Das Messer mit dem Kronenzieher. Das liegt dort auf der Platte. Ah ja. Und? Schon gedreht? Sollen wir es versuchen? Ja. Sollen wir mal versuchen? Jetzt wird es spannend. Man halte das Gerät. Soll ich irgendeine Kamera in Sicherheit bringen? Nee, der muss noch. Der muss noch. Der muss noch. Versuchen. Ja, also. Beeindruckt. So. Sehr schön. Ich würde sagen, dass wir jetzt uns noch ein bisschen diese Köstlichkeiten schmecken lassen. Das denke ich auch. Und hoffen, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sich das vielleicht noch mal angucken, beziehungsweise die Rezepte auch nachgucken. Wir werden das auf niedersächsischerjäger.de auf jeden Fall die Rezepte veröffentlichen. Auf Niedersächsisch. Auf Niedersächsisch. Wir können das auch noch auf Platt übersetzen. Oder Nordrhein-Westfälisch. Oder Nordrhein-Westfälisch. Wohl. Wohl. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, es hat euch sehr gefallen, diese kurzweilige Session. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Vielleicht werden wir auch noch weiterhin sehr viel Spaß heute Abend haben. Aber das ist dann die FSK 18-Folge, die wir gleich machen. Die wir dann genau, an anderer Stelle veröffentlichen werden. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich bei dir, lieber Patrick. Meister Lampe und Co., ihr seid eine tolle Mannschaft. Wir haben uns mal auf einer Messe kennengelernt und seitdem ist das schon ziemlich close. Wir lieben das gleiche Wappentier. Seitdem funkt's. Ganz herzlichen Dank natürlich auch an die liebe Leonie. Bitte, bitte. Für die tolle Betreuung. Ja, genau. Und für die Hilfe im Vorfeld. Damit ich vielleicht doch noch meinen Job behalten darf, sage ich es jetzt nochmal. Mein Chef hat gesagt, ich soll sagen, abonniert und liked uns. Und dann wünschen wir euch jetzt einfach nur noch Horrido und Waldmannsheim.